Also erstmal herzlich willkommen zu diesem Webinar in der Reihe Grüne Europa-Webinare, die die Grüne Fraktion angefangen hat. Die erfreuen sich größter Beliebtheit. Ich bedanke mich sehr für die hochkarätige Teilnehmerinnenschaft. Wir hatten sehr viele Anmeldungen, insgesamt über 1000. Es sind jetzt schon über 700, die sich hier rein verirrt haben, trotz der abendlichen Zeit. Und das zeigt, wie sehr die Frage nach der Wirtschaft und der Corona-Krise Leute umtreibt und wie sehr auch der europäische wirtschaftliche Zusammenhalt Menschen umtreibt. Ich begrüße ganz herzlich Professor Felbermayr. Er hat einen Aufruf mit initiiert, der in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung auch veröffentlicht wurde, breite Aufmerksamkeit bekommen hat. Er wird dazu mehr sagen. Ich will da gar nicht vorweggehen. Ulrike Herrmann, die bekannte Wirtschaftspublizistin von der Tageszeitung Die Taz, aber auch bekannt durch viele Fernseh- und Buchveröffentlichungen. Und wir werden Ihre Sicht auf die Spannungen in der Eurozone in der Folge oder vielleicht auch schon länger davor durch die innerhalb zwischen Italien, zwischen Deutschland, innerhalb der Eurozone hören. Und ich freue mich auch ganz besonders, dass Professor Connelly hier ist. Er hat nicht nur ein Abitur aus Würzburg, sondern ich kenne ihn aus der Arbeit in Brüssel. Er ist der Leiter des Büros des italienischen Bankenverbandes in Frankfurt und in Brüssel und ist deshalb mit Finanzfragen auf europäischer Ebene bestens vertraut. Und ich bin sehr gespannt auf eine italienische Sicht auf die Situation hier. Und natürlich initiiert habe ich das Ganze hier zusammen mit Rasmus Andresen. Rasmus Andresen ist mein Koordinator, Kollege im Haushaltsausschuss. Also er koordiniert die Arbeit der Grünen im Haushaltsausschuss, ist einer der Verhandler des jetzigen EU-Budgets. Und ich bin praktisch sein Homolog im Ausschuss für Wirtschaft und Währung. Und Rasmus war vorher Vizepräsident des Landtages von Schleswig-Holstein und ist daher auch komplizierte Koalitionsverhandlungen gewohnt, kam aus bestem Training nach Brüssel und da geht's dann gleich lustig weiter. So, ich freue mich also jetzt auf die entsprechende Einladung. Ich will politisch gar nicht viel noch sagen vorab, nur eines. Uns als Grüne treibt schon lange um die Zusammenhalt der Eurozone. Wie das am besten geht, darüber werden wir hier jetzt reden. Ich will gar nicht lange vorausreden, aber natürlich muss einen sorgevoll stimmen, dass im Angesichts eines Virus, an dem ja keiner schuld ist und schon gar nicht irgendjemand in Europa, dass wir wieder die alten Spaltungslinien innerhalb der Eurozone sehen, dass sich das wiederholt auf der politischen Ebene, auch nicht in den europäischen Institutionen, nicht in der Europäischen Zentralbank, nicht in der EU-Kommission, sondern im Rat der Mitgliedsländer. Und deshalb ist es auch gut, wenn wir hier grenzüberschreitend nach Lösungen suchen und miteinander darüber sprechen. Ja, ich würde jetzt gerne nochmal versuchen, ob Rasmus inzwischen seine Stimme wiedergefunden hat. Nein. Die Leitung zu Rasmus Andresen ist aus unerfindlichen Gründen unterbrochen. Die hat nämlich vor 5 Minuten noch funktioniert. Ich gebe daher jetzt das Wort Professor Felbermayr. Wir sind gespannt auf Ihre Einführung. Er ist natürlich der Chef des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel und lange bekannt aus handelspolitischen Diskussionen. Und Sie stellen sich am besten selber vor, Sie können das korrekter als ich, aber einer der führenden Volkswirte in Deutschland. Bitte, Herr Felbermayr, Sie haben das Wort. Ja, lieben Dank, Herr Giegold, lieber Herr Andresen, Frau Herrmann, Herr Connelly, meine Damen und Herren. Ja, ich finde das super, dass wir uns hier im virtuellen Raum treffen. Das ist klasse. Freue mich auf die Erfahrung. Ist auch ein First Time für mich, so ein Seminar zu machen. Mein Name ist Felbermayr. Herr Giegold hat ja schon gesagt, ich bin der Präsident des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel. Wir machen Wirtschaftsforschung, sozusagen, um es ganz breit zu sagen. Eines der 6 großen Leibniz-Institute, die das machen in Deutschland. Und wir befassen uns natürlich jetzt auch eigentlich zu 110% unserer Kapazität mit dem Thema Coronavirus-Krise. Und was das für uns bedeutet in Deutschland, aber natürlich auch für Europa. Also, ich will drei Dinge kurz besprechen. In aller Kürze, wir haben nur 10 Minuten. Ich werde also mehr Slides haben, als ich hier besprechen kann. Die stelle ich gerne zur Verfügung im Nachgang. Zunächst ein paar Worte zur Statistik, dann zu den wirtschaftlichen Effekten, da schon ein bisschen mehr Zeit drauf verbringen und dann
wirtschaftspolitischen Maßnahmen. Und genau wie Herr Giegold schon angekündigt hat, möchte ich da vorstellen, was ich und meine Kollegen uns gedacht haben, als wir diesen Corona-Bond-Beitrag geschrieben haben, der in der FAZ gekommen ist, aber auch Le Monde in Paris, El Mundo und in anderen europäischen Blättern. So, also was wir... Es ist wieder verschwunden, weil naja, das macht keinen Spaß. So, was wir sehen, ist, sind steigende Zahlen, das wissen wir alle. Wir sehen, dass die USA nun China bei weitem überholt hat, was die Fallstatistik angeht. Aber es sind eine ganze Reihe von europäischen Staaten, die gleich danach kommen. An zweiter Stelle aktuell die Statistik in Italien, dritte Stelle Spanien, dann Deutschland, siebter Stelle Frankreich, Niederlande, Österreich und so weiter. Also Europa massiv betroffen. Aber natürlich diese Fallstatistiken, die verbergen, dass es da eine große Heterogenität gibt. China ist im Prinzip ja schon durch, wie Sie wissen. Da ist die Statistik zwar unklar, wir wissen nicht recht, ob es wirklich so stimmt, dass China keine weiteren Infektionen mehr verzeichnet, aber die aktive Population von infizierten Personen, also die jetzt sozusagen erkrankt sind, die liegt bei 2466 in China. Unglaublich wenig. Ja, also wer das glaubt, wird selig, ich glaube es nicht, aber das ist die offizielle Statistik. Aber in Europa grassiert das Virus, das sieht man an diesen aktiven Zahlen. Jetzt muss man das natürlich irgendwie auf eine Bezugsgröße normalisieren, zum Beispiel auf die Millionen, auf die Millionen Einwohner eines Landes. Und da sehen wir, dass Italien und Spanien bei weitem am betroffensten sind. Italien, das sind auch die neuesten Zahlen, die ich vor einer Stunde oder zwei heruntergeladen habe, mit 1683 Fällen pro Million Einwohner. Spanien ein bisschen mehr. Dann kommt Deutschland erst mit 763 pro Million Einwohner, Frankreich noch weniger. Luxemburg, interessanterweise, hat 3176. Und was uns das schon mal zeigt, ist, dass offensichtlich diese Zahlen auch dann noch nicht vergleichbar sind, selbst wenn wir sie auf die Einwohnerzahl bezogen haben, weil ganz klar die Testgewohnheiten in den Ländern unterschiedlich sind. Es scheint so, als ob Luxemburg sehr viel mehr testet und deswegen sind die Fallzahlen höher. Also eine nur bedingte Vergleichbarkeit der Zahlen, das muss man immer im Kopf haben. Aber gleichwohl ist es so, na, selbst wenn wir hier Fehlerbandbreiten einplanen, Italien und Spanien sehr viel stärker betroffen als Deutschland oder Frankreich, oder die Niederlande, jedenfalls zum Zeitpunkt heute Abend. Auch die Fallsterblichkeit ist deutlich unterschiedlich. Da muss man auch wieder sagen, das ist eine schlechte Statistik. Sie bezieht sich ja nicht auf die Population aller tatsächlich Erkrankten, sondern sie bezieht sich auf die, die irgendwo die Diagnose erhalten haben, dass sie an Covid-19 leiden. Aber auch da, sozusagen, selbst wenn man das korrigieren würde, denke ich, bleibt diese Struktur doch in der Struktur qualitativ bestehen. Italien, Spanien deutlich stärker betroffen mit Fallsterblichkeiten. Italien von 11,3%. Also all die, von denen, die diagnostiziert werden, sterben in Italien 11,3%. Das ist schon Wahnsinn. In Spanien sind es 9 und in Deutschland sind es gerade mal 0,88%. Das sind auch die aktuellsten Zahlen. Und wenn Sie Luxemburg anschauen, das ist deswegen interessant, weil da die Population offenbar schon stärker durchgetestet ist, da liegen wir bei etwa 1%. China 4%. China ist deswegen interessant, weil dort der Zyklus ja schon durch ist. Weltweit ist es so, dass die USA am Wege jetzt da ist, die EU-27-Länder zu überholen. Die EU-27-Länder haben China überholt. Was Sie hier sehen in diesem Bild, ist eine Darstellung der Betroffenheit der Länder, wie viele Fälle wieder pro Million Einwohner in logarithmischer Skala. Das sind so Bilder, die haben Sie sich vielleicht schon gewöhnt. So macht man das, wenn man exponentielle Prozesse plottet. Was man hier sieht, ist, dass China eben schon eine flache Kurve hat, hier rechts außen, Südkorea auch. Das heißt, dort nehmen die Fallzahlen nicht mehr zu. Und was Sie schon auch deutlich sehen, ist, dass wie in den USA und in der EU die Fallzahlen weiter stark zunehmen. Wenn wir uns die EU ein bisschen genauer ansehen, das mache ich hier, Spanien, Italien, Deutschland, Frankreich und auch das Vereinigte Königreich, da sehen wir, dass die sich relativ gleich bewegen. Ja, es ist so, dass Spanien und Italien etwas oberhalb Deutschlands liegen, aber in einem sehr engen
in einer sehr engen Bandbreite. Und die Länder unterscheiden sich vor allem dahingehend, dass sie an anderen Zeitpunkten begonnen haben mit dieser Epidemie. Italien, da ist diese Kurve schon am längsten. Das heißt, Italien war früher dran mit der, sozusagen der mit der Seuche. Sie ist also deutlich schneller in den Statistiken aufgetaucht. Und hier zählen wir die Tage, ab dem die Inzidenz größer als eine pro Million war. Also ein Diagnostizierter pro Million und dann zählt man weiter. Jetzt haben wir ja schon sowas wie in Deutschland so fast schon 1000 Infizierte pro Million. Ja, das sehen Sie hier, wie das mehr wird. Und um sozusagen auch da zu vergleichen, Länder sind unterschiedlich groß, das ist hier durch diese, in dieser Grafik sozusagen berücksichtigt. Ja. Aber was man sagen muss, ist, wenn man das so anguckt, Deutschland ist, was die zeitliche Dynamik angeht, so unterschiedlich von Italien nicht. Und das heißt, wir sollten uns nicht in Sicherheit wähnen, dass auch in Deutschland Fallzahlen pro Million erreicht werden könnten, wie in Italien auch. Wenn man in die große Welt schaut und nochmal nach den Verstorbenen fragt, das ist ein ähnliches Bild wie vorher, da sehen wir, dass Südkorea und China in einer eigenen Liga spielen. Die haben es geschafft, die Epidemie einzugrenzen, aber die EU und die USA bewegen sich auf einer ziemlich ähnlichen Linie. Nicht? Also die USA ist noch nicht so weit fortgeschritten, die haben deswegen noch nicht so viele als infiziert Diagnostizierte, wie das in Europa der Fall ist, aber sie bewegen sich auf einer ähnlichen Kurve. Und hier nochmal die Verstorbenen, auch für die EU-Länder, da sehen Sie auch, Deutschland ist hier weit unten, bei uns hat sozusagen das Sterben etwas später begonnen, aber wir bewegen uns in einem statistisch recht engen Bereich mit Spanien, Italien und Frankreich. Auch da sozusagen so zu tun, als wäre Deutschland anders, wäre gefährlich. Wir sind statistisch jedenfalls bisher in derselben Kohorte wie Italien und Spanien auch unterwegs. So, was können wir über die wirtschaftlichen Effekte sagen? Da ist dieses Bild ganz nützlich, glaube ich, das Thomas Pueyo popularisiert hat von Hammer und Dance. Das ist das, was die Epidemiologen den Politikern auf der ganzen Welt empfehlen, mehr oder weniger, dass sozusagen in der ersten Phase der Bekämpfung einer Epidemie ein Hammer notwendig ist, also eine starke Einschränkung von sozialen Kontakten und dass dann irgendwann einmal der Punkt kommt, zwischen, es dauert 3 bis 7 Wochen, sagt der Thomas Pueyo, aber das kann sicher auch länger oder kürzer dauern, wo dann diese sozialen Kontakte, die Kontaktsperre wieder etwas gelockert wird, dann beginnt der Dance. Dann wird immer wieder ein kleines Aufflackern der Epidemie zu beobachten sein, das dann bekämpft werden muss und so weiter. Aber was ziemlich eindeutig in der Literatur gesagt wird und worauf die Epidemiologen auch überall hinweisen, nichts zu tun, also Do-Nothing-Strategie oder eine Mitigation-Strategie, sprich mit nur sehr bescheidenen Maßnahmen vorzugehen, wie das Boris Johnson geplant hatte oder Donald Trump noch vor ein paar Tagen. Das funktioniert nicht, dann entwickeln sich diese Fallzahlen sozusagen schnell aus diesem Chart raus. Also wir sind jetzt sozusagen in der Phase, wo wir diese Hammer-Entwicklung durchmachen. Irgendwann kommt dann der Dance. Was aber der Hammer bedeutet, ist, dass wir sozusagen mit einer behördlich verfügten Teilabschaltung der Volkswirtschaft zu tun haben. Behördlich verfügt, weil sie diese Krise, die wirtschaftliche Krise, die wir haben, hier ist ja keine, die aus einer Staatsschulden Problematik herauskommt oder aus einem Platzen einer Immobilienblase oder sonst irgendeinem klassischen sozusagen Grund für eine Konjunktureintrübung oder eine Wirtschaftskrise, sondern die Behörden sagen den Friseursalons, ihr dürft eure Dienstleistung nicht mehr anbieten. Und sie sagen der Eigentümer einer Boutique, du darfst jetzt keine Klamotten mehr verkaufen und dem Restaurantbesitzer, du darfst keine Gäste mehr bedienen und so weiter und so fort. Das ist eine behördlich angeordnete Wirtschaftskrise, wenn man so mag. Und die Wirtschaftskrise ist in dem Sinn auch sinnvoll, weil sie eben sozusagen ermöglicht oder in ihrem Kontext ermöglicht, dass es diese Ausdehnung der sozialen Kontakte gibt, die wir für den Hammer brauchen. Später dann kommen wir sozusagen zu einer Lockerung und in die Dance-Phase. Was kostet diese Herunterregelung der wirtschaftlichen Aktivität? Naja, das hängt einfach davon ab, wie stark die Aktivität eingeschränkt ist und wie lange das Ganze dauert. Und über beide Fragen können wir als Ökonomen eigentlich nur raten. Nicht? Wir wissen es nicht. Wir wissen sicher nicht, wie lange die Herunterregelung noch dauern muss. Das sind Ökonomen nicht die, die die Antworten liefern können. Das müssen andere tun. Und wir können zurzeit nicht wirklich gut messen, wie stark die ökonomische Aktivität tatsächlich heruntergeregelt wurde. Wir können zählen, wie viele Kurzarbeitsanträge es gibt. Wir können messen, wie viel Strom verbraucht wird in Deutschland. Wir können schauen, wie viel Emissionszertifikate für das Emittieren von CO2
an den Märkten gehandelt werden und so weiter. Das heißt, wir können uns eine Indikator zurechtlegen, aber Industriestatistik und solche Dinge, die man normalerweise verwendet, die gibt es erst in ein paar Monaten. Das heißt, wir müssen in Szenarien denken und wenn man das tut, dann kann man so eine Tabelle aufmachen wie diese, die fragt, wie lange dauert es, ne? Eine Woche, 4 Wochen, 12 Wochen und wie hoch ist die Abregelungstiefe? 50% oder 85%, ne? Also hier 85 steht, das heißt nur 15% der wirtschaftlichen Wertschöpfung geht verloren sozusagen. Die Größe, die in der Diskussion oft diskutiert wird, das sind diese 33 Milliarden, das IFO sagt 40, ne? Wir sind ja 33, wenn es zu der Weltwirtschaft. Das heißt, wenn wir auf 50% runterfahren mit der Wirtschaftsleistung und das eine Woche lang tun, dann gehen 33 Milliarden Euro an Wertschöpfung verloren. Das ist ungefähr 1% des deutschen Bruttoinlandsproduktes. Und wenn dann sozusagen diese Phase länger dauert, dann multipliziert sich das einfach durch. Das ist eine ziemliche Milchmädchenrechnung, muss ich zugeben, weil wir nicht wissen, ob die Schäden, die hier auftauchen, sozusagen überproportional zunehmen, je länger sie dauern. Ja? Also ob da nicht auch eine Art exponentielle Dynamik drinnen steckt, wie das auch bei den Viruszahlen der Fall ist. Also nicht Linearitäten. Und wir schauen hier nur auf Deutschland. Was passiert mit den USA? Das ist ein großer Unsicherheitsfaktor. China scheint sich zu erholen, aber die USA ist für uns wichtig, für Europa wichtig. Wenn die weiter abstürzen sollten, als man das jetzt noch sich vorstellen kann, dann wird das auch in diesen Statistiken eine Rolle spielen. Und dann die Diskussion, wird es ein V oder ein U? Das hängt natürlich auch stark davon ab, was die Wirtschaftspolitik tut. Da komme ich gleich drauf. So sehen die Szenarienrechnungen aus, die wir in Kiel gemacht haben. Die sind schon wieder fast 2 Wochen alt. Wir waren die ersten, die sich herausgewagt haben. Und 2 Szenarien haben wir angesehen. Ein pessimistisches U-Szenario und ein optimistisches V-Szenario. Im optimistischen Szenario erwarten wir eine Schrumpfung des deutschen Bruttoinlandsproduktes von 4,5%. Aber eine schnelle Wiederkehr. Es ist ja nicht so, dass sozusagen im wirtschaftlichen System irgendwas faul wäre. Das heißt, man könnte eigentlich erwarten, wenn der Virus weg ist und die Teilabschaltung der Volkswirtschaft rückabgewickelt wird, dann sollten wir schnell wieder aus diesem Tal der Tränen steigen können. Ob das so kommt, darüber kann man streiten. Unternehmen, die jetzt pleite werden, stehen dann natürlich auch für den Aufschwung im Herbst nicht zur Verfügung. Und je mehr man solche Phänomene berücksichtigt, umso stärker wird das U und umso langsamer kommt man aus dieser Schlappe wieder raus. In unserem zweiten Szenario, im U-Szenario, kommt es dann zu einem Schaden im Bruttoinlandsprodukt von 9% im Jahr 2020 und dann aber zu einer starken Erholung in den Jahren danach. Wie stark das Ausfallen ist. Das IFO hat ähnliche Rechnungen angestellt, eine große Bandbreite, ist kein 18-Szenario, haben wir angeguckt. Ein mildes Szenario, das mildeste, das hier mit 4,3% gibt Verlust bis hin zu 20,6. Die Szenarien unterscheiden sich, wie unsere ja auch, in der Tiefe, wie lange abgeschaltet wird und wie massiv diese Abschaltung stattfindet. Das sind große Effekte und heute war der Sachverständigenrat dran, das ist die jüngste Schätzung, die sieht 2,8% für das Jahr 2020. Ich halte das für sehr optimistisch. Ich glaube nicht, dass das Bestand haben wird, die aber auch andere Szenarien gerechnet mit deutlich größeren Einbußen. Und auch hier sozusagen sehen Sie das V. Aber das V selber ist schon eine recht optimistische Angelegenheit. Die Abschaltung macht natürlich nicht nur etwas mit der Wirtschaft. Ich dachte, dieses Chart zeige ich Ihnen auch, weil wir uns auch Ökologie Gedanken machen. Stickstoffdioxidemissionen in Berlin-Mitte sind heute um 72,1% unter dem Wert gewesen, den man für einen Montag in Berlin an dieser Stelle im späten März erwarten würde. Ne? Das ist also schon, wir sehen da starke Effekte. Ein paar Worte jetzt zu den Maßnahmen. Zunächst einmal Deutschland, was auf den Weg gebracht wurde, ist ein Nachtragshaushalt, 156 Milliarden Euro schwer, das ist ein großes Paket. Neuverschuldung für die deutsche Volkswirtschaft. Ein Teil davon wird von Steuerausfällen aufgefressen, aber 50 Milliarden für kleine Unternehmen, für die Existenzsicherung, 8 Gesundheit. Auch die Finanzschuld braucht ein bisschen mehr Geld, weil nämlich die Zinsen auch in Deutschland in den letzten Wochen wieder ein bisschen gestiegen sind. Und in dem Paket sind auch noch Reserven. Was auch gemacht wurde, das wissen Sie, ist die Liquiditätsbazooka des Herrn Scholz und des Herrn Altmaier. Der Bundestag hat die Bundesregierung ermächtigt, Garantien auszureichen für Unternehmenskredite von bis zu 400 Milliarden, die Kreditanstalt für Wiederaufbau zu refinanzieren und einen Wirtschaftsstabilisierungsfonds mit 100 Milliarden Euro auszustatten, mit dem Eigenkapital Unternehmen
erworben werden kann. Es gibt viele Diskussionen jetzt dazu, wirklich viele, vieles ist unklar. Die Umsetzung ist ein großes Thema. Der Mittelstand ist noch nicht hinreichend gut berücksichtigt hier. Es gibt diese Zuschüsse für kleine Unternehmen, dann gibt es die 100 Milliarden aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds für Unternehmen ab 250 Arbeitnehmer. Aber dazwischen muss man da mehr tun. Ich glaube, ja, zum Beispiel durch Steuererstattungen. Die Frage ist, wie dieser Wirtschaftsstabilisierungsfonds überhaupt funktionieren soll. Wie soll der Staat einsteigen in Unternehmen wie die Lufthansa vielleicht oder TUI oder ThyssenKrupp, ja, als stiller Gesellschafter, oder soll er auch tatsächlich beim Management mitreden? Und es gibt die Beihilfeproblematik auf der EU-Ebene. Da hat die Kommission allerdings schon weitgehend grünes Licht gegeben für das, was in den deutschen Programmen steckt. Was mich mehr umtreibt, ist das Thema Europa. Und dieses Bild hier zeigt, glaube ich, ganz gut, wo wir da stehen. Hier werden zunächst mal für Deutschland, Frankreich, Spanien abgetragen, wie groß die Hilfspakete sind für die einzelnen Volkswirtschaften. Zum einen diese fiskalpolitischen Maßnahmen, die 156 Milliarden Euro in Deutschland, und dann noch das, was an Garantien und anderen Maßnahmen sozusagen zur Verfügung gestellt wurde. In Deutschland macht das in Summe ja 36% aus. In Frankreich 12+2, also 24%, in Italien 8-9, in Spanien auch so etwas in der Größenordnung 19%. Und das macht mir deswegen Sorge, weil es gerade die Länder sind, die besonders stark betroffen sind. Das sind nochmal die Statistiken, die wir vorher gesehen haben. Fälle pro Million, Tote pro 10 Millionen. Italien, Spanien sehr stark betroffen. Wenig sozusagen fiskalpolitische Maßnahmen relativ zum Bruttoinlandsprodukt, während in Deutschland, Frankreich mit geringerer Betroffenheit sehr viel mehr auf den Tisch legen konnten. Und das, glaube ich, dieses Bild, glaube ich, fasst ganz gut zusammen, wo wir in Europa stehen, nämlich in einer Situation, wo es finanzstarke Länder gibt, die schwach betroffen sind, und weniger finanzstarke Länder, die stark betroffen sind. Das wäre sozusagen ein Bild, glaube ich, das den Bedarf für solidarisches Handeln in Europa schön auf den Punkt bringt. In Europa haben wir ja schon einiges gesehen. Die EZB ist wieder mal in die Vorlage gegangen mit dem PEP-Programm, 750 Milliarden Euro Anleiheankauf. Auch da gibt es noch viele Fragen. Ich glaube, auch das PEP-Programm wird vermutlich von den üblichen Verdächtigen vor die Gerichte gebracht. Es gibt natürlich Möglichkeiten aus dem europäischen Stabilitätsmechanismus, wo sich Länder besorgen können. Wir glauben nicht, dass das besonders attraktiv ist für Länder wie Italien oder Spanien. Da hängt ein Stigma-Effekt dran. Es gibt auch noch die bisher noch nicht gezündete Rakete der Outright Monetary Transactions durch die Europäische Zentralbank. Das EU-Budget kann zu einem bestimmten Ausmaß, im Kleinen natürlich nur, weil da im Prinzip wenig Geld drinsteckt, über das Transfers an Länder in Not leisten, aber das ist wirklich wenig. Wir haben uns deswegen Gedanken gemacht über Corona-Bonds, und da möchte ich ein bisschen näher noch drauf eingehen. Wir halten Corona-Bonds nicht für das, was uns jetzt manche vorwerfen, nämlich für Euro-Bonds durch die Hintertür. Deswegen nicht, weil wir uns keinen Einstieg vorstellen in eine unbegrenzte Haftungsgemeinschaft. Es soll begrenzt ein Volumen von 1.000 Milliarden Euro ausgegeben werden, einmalig und spezifisch für die Bewältigung dieser jetzt vorliegenden Krise. Warum das? Weil wir gesundheitspolitisch und ökonomisch gesprochen grenzüberschreitende Externalitäten haben. Wenn in Italien die Krise nicht eingedämmt wird und dort der Virus weiter wütet, dann ist das auch für uns in Deutschland oder in Österreich ein Problem. Der Virus hält sich nicht an Grenzen. Und es kommt dazu, dass natürlich auch ökonomische grenzüberschreitende Externalitäten da sind. Wenn die Banken in Italien wanken, ist das auch für Deutschland und Österreich und Niederlande keine gute Nachricht. Also wir denken über ein europäisches öffentliches Gut nach, und das heißt Eindämmung der Krise. Und für ein europäisches öffentliches Gut sollte es auch gemeinsame Finanzierungsanstrengungen geben. Deswegen am besten einen Corona-Bond begeben, nicht durch die Eurozone-Mitgliedstaaten, sondern eigentlich durch die EU. Warum das? Weil wir nicht wollen, dass jetzt sozusagen wieder Solidaritätsgrenzen aufgemacht werden. Wir wissen nicht, wie es in Rumänien, Bulgarien, in anderen Nicht-Eurozonen-Ländern weitergeht. Auch die sollten sozusagen unter diesen Schirm schlüpfen können, falls es notwendig sein sollte. Es gibt eine historische Präzedenz. Im Jahr 1975 hat die damalige Europäische Gemeinschaft 9 Mitgliedstaaten Community Bonds aufgelegt, um den Mitgliedstaaten zu helfen.
Wir halten Corona-Bonds für besser als die Maßnahmen der Europäischen Zentralbank, weil sie ordnungs- und demokratiepolitisch besser abgesichert sind. Wir brauchen Fiskalpolitik, nicht Geldpolitik, und wir brauchen etwas, das den Segen der Parlamente hat und nicht nur in der EZB von Technokraten entschieden wird. ESM ist keine gute Alternative, das habe ich auch schon gesagt, vor allem auch deswegen, weil die Kredite des ESM voll durchschlagen auf die nationale Verschuldung. Dieses Umverteilungselement, das den Corona-Bonds wohnt, das leistet der ESM nicht. Und wir können uns Corona-Bonds leisten, das ist kein Problem. Selbst ein Volumen von 1.000 Milliarden Euro würde die deutsche Staatsschulden um 5% des BIP steigen lassen. Das ist natürlich nicht nichts, aber es ist absolut verkraftbar. Die Finanzierungskosten könnten sogar fallen, auch für Deutschland fallen, wenn die impliziten Risiken eines Bankruns zum Beispiel in der Eurozone mit solchen Bonds gleichen. Dann gibt es noch weitere Punkte, die will ich jetzt gar nicht lang betonen, um Zeit zu sparen, über den Protektionismus innerhalb Europas, über die Frage, wie wir in Europa Grenzen managen, das machen wir auch Sorgen, das verschärft Knappheiten, aber ich glaube, damit will ich es mal verwenden lassen und bin neugierig, was heute Abend noch auf mich wartet. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Professor Felbermayr, für die interessante Präsentation. Das war sehr klar. Ich muss erstmal die erste Niederlage heute bekannt geben. Der Kampf gegen das Mikrofon bei Rasmus Andresen wurde verloren. Es gelingt uns technisch nicht, ihn zum Sprechen zu bringen. Dann will ich noch ein paar Dinge jetzt erstmal sagen zum Ablauf, bevor ich das Wort weitergebe. Wir hören jetzt erst Ulrike Herrmann, dann Professor Connelly. Danach ist natürlich wie hier immer bei Europe Calling, das ist meine Webinarserie, in dem das auch stattfindet, immer die Hauptzeit beim Publikum. Einige haben es schon entdeckt, über die Hand könnt ihr euch zu Wort melden. Wenn ihr da draufklickt, sehe ich hier eine Hand. Aha, das machen auch prompt einige. Und es machen jetzt schon so viele. Wir sind wirklich sehr viele. Wir sind über 800, die sich jetzt gerade im Call eingewählt haben. Das bedeutet, es wird kaum gelingen, dass alle etwas sich zu Wort kommen. Aber ich gebe mir größte Mühe. Außerdem kann man sich auch schriftlich zu Wort melden über die Chat-Funktion. Und über die Chat-Funktion könnt ihr und sie schriftlich Fragen einreichen. Da kann auch diskutiert werden, das ist alles erlaubt. Genauso ist es sehr herzlich willkommen, wenn hier kluge Sachen gesagt werden. Twittert, Facebook, Instagram, sie schickt Bilder von Rasmus, der mit dem Mikrofon klickt, per Instagram, könnt ihr alles machen. Dadurch kriegen wir mehr Reichweite mit dem, was hier Kluges gesagt wird. Außerdem wird das Ganze ja aufgezeichnet. Das bedeutet, wer sich zu Wort meldet, muss damit rechnen, dass sich das hinterher Leute auch angucken können. Das gilt auch für alle anderen. Wer was rausgeschnitten haben will, kann sich noch bei uns melden. Wir sind da gar nicht streng. Es geht nur darum, dass die schöne Präsentation und die Beiträge auch von Leuten angeguckt werden können, die es heute Abend zeitlich nicht geschafft haben. So, jetzt mir eine besondere Freude. Ulrike Herrmann, deine Analysen sind gerade in unseren Kreisen hochwillkommen. Und das macht auch das Spannende aus. Die Unterschiedlichkeit der Personen. Professor Felbermayr, der italienische Bankenverband und Ulrike Herrmann mit drei verschiedenen Sichten auf diese Frage. Wir sind gespannt. Ulrike. Ja, hallo an alle. Hört man mich? Ja, hört mich, okay. Ja, also man muss erst mal sagen, dass ich wenig Neues beizutragen habe. Ich bin nämlich fast in allen Aspekten genau der gleichen Meinung wie Herr Felbermayr. Also Herr Felbermayr hat ja schon darauf hingewiesen, auch völlig zu Recht, dass es noch jede Menge Umsetzungsprobleme gibt, dass man noch mal gucken muss, wie die Rettungspakete der Bundesregierung wirken. Ich glaube, dass sich Lücken nicht nur auftun werden bei den mittleren Unternehmen, sondern zum Beispiel auch bei den wirklich Armen. Also uns erreichen Leserbriefe in der Taz, da werden dann so folgende Fälle geschildert, nämlich dass Leute eine Erwerbsminderungsrente haben, die irgendwie knapp über dem Hartz-IV-Satz liegt. Und die haben bisher dann nebenher noch einen Minijob gemacht. Mehr ging nicht, auch gesundheitlich nicht. So, jetzt ist der Minijob weg. Aber Minijobber kriegen kein Kurzarbeitergeld. So, solche Leute rutschen dann sofort in eine Existenzkrise und für die ist eigentlich nirgendwo gesorgt. Ähnliche Probleme haben Alleinerziehende und so weiter. Also ich glaube, dass man bei den Armen wirklich nochmal gucken muss. Dann muss es irgendwie so eine Art Härtefallregelung geben.
Und ich könnte mir auch vorstellen, dass sehr viele Solo-Selbstständige demnächst schon wieder in Schwierigkeiten geraten oder dass auch das, was da bewilligt wird, für sie gar nicht wirklich reicht. So, aber gut, das sind diese Umsetzungsprobleme, aber ich wäre ernsthaft für einen Härtefallfonds. Dann das nächste, was Herr Felbermayr gesagt hat und was aus meiner Sicht absolut wichtig ist, ist, dass man tatsächlich versucht, diese Euro-Bonds oder Corona-Bonds durchzusetzen. Denn es ist, wäre verheerend, wenn das Ergebnis wäre dieser Corona-Krise, die ja nur ein Virus ist, wenn dann hinterher die Euro-Krise sich wieder verschärfen würde. Und das würde automatisch passieren, wenn man jetzt verlangen würde, dass schwer getroffene Länder wie Italien oder Spanien Kredite bei dem sogenannten Europäischen Stabilitätsmechanismus, also diesem ESM, beantragen müssen, weil sie auf den Finanzmärkten so hohe Zinsen zahlen müssen, dass sie sich das nicht leisten können. Das klingt, und leider, das muss man jetzt mal ganz deutlich sagen, ist das nicht nur eine Position der Bundesregierung oder dass die Italien und Spanien ESM-Mittel beantragen sollen, sondern im Augenblick habe ich auch das Gefühl, dass in der Grünen Partei noch nicht geklärt ist, wie man zu dieser Wahnsinnsidee mit dem ESM steht. Also ich habe zwar das Gefühl, dass die grüne Europafraktion das ESM-Modell ablehnt, aber ich bin mir nicht sicher, ob die grüne Bundestagsfraktion genauso eindeutig gegen den ESM ist. Und deswegen muss man das vielleicht nochmal erklären. Der ESM ist ein Mechanismus, der zu Euro-Krisenzeiten gegründet wurde. Im Augenblick gibt es in diesem Fonds noch irgendwie 410 Milliarden Euro. Jetzt klingt das natürlich so, okay, dann kann man doch erstmal da das Geld rausnehmen. Aber wenn das so wäre, dass dann Spanien und Italien Sonderanträge stellen müssen beim ESM, nach dem Motto, wir können uns sonst nicht finanzieren, bitte helft uns, dann wäre natürlich das Ergebnis, und zwar für alle Zeiten, dass sich die Finanzmärkte merken, dass Spanien und Italien offenbar schwache Länder sind, während Deutschland oder Niederlande starke Länder sind. Und es würde eben wieder diese Grenze durch die Eurozone gehen. Und das Ergebnis wäre, dass Spanien und Italien immer auf den Märkten Risikoaufschläge zahlen müssten, dass sie immer höhere Zinsen hätten als Deutschland. Und man kann aber nicht eine Währungsunion haben, wenn man gleichzeitig die Wettbewerbsbedingungen für die einzelnen Länder durch die Zinsen verzerrt. Deswegen ist das, was Herr Felbermayr gesagt hat, es muss Corona-Bonds geben und bloß nicht den ESM, weil das eben ein Stigma wäre, das nie wieder weggehen würde, absolut richtig. Was ich auch interessant fand, das ist, glaube ich, in der Diskussion im Augenblick noch nicht so angekommen und ist aber sehr richtig, dieser Punkt ist zu sagen, dass diese Corona-Bonds nicht Bonds der Eurozone sein sollten, sondern tatsächlich der EU. Denn das würde ja, weil man in der Tat sich überlegen muss, wie eigentlich arme Länder wie Rumänien oder Bulgarien mit dieser Krise fertig werden sollen, wenn sie alleingelassen sind und sich irgendwie selber verschulden sollen, um diese Ausgaben zu stemmen. Nochmal kurz gucken. Ach ja, also ich glaube, das ist erstmal alles, was ich dazu beizutragen hätte. Ja, vielen Dank. Das ist ja wirklich erstaunlich. Auch wundere ich mich überhaupt nicht über den frechen Versuch, einen Keil zwischen die Europafraktion und die Bundestagsfraktion zu treiben. Das weisen wir natürlich mit Abscheu und Entsetzen von uns. Ich Ich zitiere kann nur die versichern, Presseerklärung von Anja Heiduk. dass die Parteiführung sowohl in der Fraktion wie in der Partei für das Modell der Corona-Bonds ist. Das heißt aber nicht, dass man grundsätzlich den ESM ablehnt. Wenn Italien einen Antrag stellen würde, könnte es das. Aber ich will jetzt gar nicht in die Debatte einsteigen, aber wir unterstützen das Modell, wie es vorgestellt ist. Und bin jetzt gespannt auf die wirklich italienische Sicht. Jetzt haben wir viel geredet über Deutschland, über Europa, zum Teil auch über Italien. Und Professor Cornelli wird auf Englisch sprechen. Für alle, die damit Schwierigkeiten haben, findet ihr jetzt nochmal den Link zu dem Google Pad, wo wir parallel von Englisch auf Deutsch übersetzen. Aber Herr Cornelli versteht uns, weil, wie ich am Anfang schon offenbart habe, hat er ein Abitur aus Würzburg. Und daher versteht er auch Deutsch, aber er spricht hier auf Englisch.
Professor Cornelli, ich bin gespannt, welche Sicht Sie darauf haben. Wo stehen wir mit dieser Corona-Krise? Wo steht die italienische Wirtschaft damit? Und wie kommen wir am besten gemeinsam aus dem Schlamassel wieder heraus? Bitte schön, Professor Cornelli. Vielen, vielen Dank, Herr Giegold und Professor Hohlmeier, Ulrike Ehrmann und alle die anderen deutsche Freunde. Ich versuche ein bisschen auf Deutsch. Ich war in Würzburg in 1986, so Entschuldigung für meine schlechtes Deutsch, aber ich habe eine kurze Präsentation, einige Slides, die möchten. Dann ich versuche ein bisschen auf Englisch für diese technische Slides. What is important for us is the how we reach the crisis. Very important is that Italien hat eine italienische primary surplus. Italien hat eine Überschuss 1,5, which is similar to German. This is something that Germany sometimes forget, but we have the same primary surplus as Germany. It means that it's very difficult to have a primary surplus because we arrive from 10 years of recession Germany was in expansion, but we had exactly the same value, which means that Italy managed the public debt. Second number, the zweite slide, this is the Staatshilfe in the crisis period from 2008 until 2017. Very important. In the Staatshilfe war 1% der Bruttoinlandprodukt in Italien, 2% in Deutschland, 3% in Netherlands und etwa wie 10% in Cyprus oder Slowenien. Das heißt, dass wir haben unsere Probleme mit den Nationalverantwortung bezahlt. We paid our proper difference. But very important is this one. Sehr wichtig. Was für eine Schuld. Mr. Cornelli, yes. we can't see your slides at the moment. Can you just make sure that you hit share your screen, please? Okay. So, what is important for us is that, first of all, finance market are closed in these days. If you want to have a new IPO, it's very difficult. So the role of the banking sector is extremely important. In Germany, you have very good banks like the BIC, the local, or the Raiffeisen or the Sparkassen, and we have the same in Italy. But a few points. The first one is we might have low interest rate. Wir werden niedrigen Zinssatz haben. Wir werden Arbeitslosigkeit haben. Und wir werden eine Reduktion in Anlageinvestitionen. But sehr wichtig ist das Vertrauen. Vertrauen in die Zukunft. Das ist der wichtigste Moment für uns. Dass diese Generation muss nicht die Vertrauen in die Zukunft verloren. Und die Effekt in kurzfristig can be manageable, but the effect on long term can be terrific if we do not act. For this reason, every state, jeden Staat hat ihre der Professor Feldmeier hat eine sehr wichtige Slide mir gegeben. Jede Stadt hat jetzt ihre Modelle, aber wir glauben, dass wir müssen alle zusammenarbeiten. Das heißt, dass wir können alle zusammen eine Solution finden, aber wirklich mit einer Verantwortung, eine nationale Verantwortung. So, very important is the Vertrauen in die Zukunft für die Leute.
Und dies ist die wirklich ökonomische value that we cannot lose. Thank you. Vielen Dank. If I may simply follow up briefly. So am I right that you understand, you support the proposal of issuing common bonds in order to cover the European part of the costs of the corona crisis? We do not have a position. That is our government position. We are quite neutral on this, but we think that a European solution can be, of course, a very good effort for everyone. If we act on a national basis, it's not a good message for the market and for the European citizen. But we are in a position to manage it even on a national basis. I think one of the problem of the usual, let's say, North European is the think that someone want to have advantage on this, but it is not our case. Mm-hmm. As we have done, we have managed the Italian banking crisis with less state support than Germany or Netherlands. So at the effect, the very end, after 10 years of recession, maybe the German taxpayer paid more than the Italian taxpayer. So we have a real European effort, but I'm going back to the big fathers of Europe and dates back in the 50s and the 70s. The dividend of staying together is much higher than the cost of staying together. So if I summarize, I heard that you prefer a European solution. You also said you didn't use the word stigma, but I understood that a national solution is not excluded, but at least it would be preferable to have a common European approach. Look, I would suggest to now try again to give Rasmus the floor, because I heard he now has access to his microphone. Ja, hört man mich? Ja. Geht das jetzt? Ja, hervorragend. Ja. Das freut mich sehr. Ich will eigentlich auch gar nicht zum jetzigen Zeitpunkt so viel sagen, sondern mich auch einfach freuen, dass diese Runde zustande gekommen ist. Und das in einer Zeit, wo es wirklich in den nächsten 2 Wochen darauf ankommen wird, ob wir gemeinsame europäische Lösungen finden werden. Denn auch in Ergänzung zu dem, was wir gerade gehört haben, ist die ökonomische Debatte, das hört man hier aus vielerlei Richtungen, viel weiter als die politische Debatte. Und das, was wir Grüne zwischen Bundestag und Europafraktion, wie ich finde, ganz gut hinbekommen, dass das auf der Ebene der Mitgliedstaaten halt eben nicht der Fall ist. Und die Staats- und Regierungschefs jetzt sich für die am Donnerstag für die nächsten 2 Wochen vertagt haben und jetzt wirklich in den nächsten 2 Wochen wir vor der Frage stehen, wird unser europäischer Wirtschaftsraum und die Eurozone, aber auch darüber hinaus, so weiterentwickelt, dass wir vielleicht sogar auch gestärkt in einer Perspektive aus diesen Fragen rauskommen oder halt eben nicht. Und deshalb glaube ich, ist gerade zu diesem Zeitpunkt die Debatte sehr relevant. Und ich nehme schon wahr, dass ähnlich wie wir auf nationaler Ebene gerade erhebliche Unterschiede feststellen zu, wie wir Haushaltspolitik auch vorher gemacht haben. Sven Giegold hat erwähnt, dass ich die Haushaltspolitik bei uns im Europäischen Parlament mache, dass wir jetzt auch die Chance haben, auch in anderen Fragen ja zumindest eine Fortentwicklung zu erleben. Aber dafür muss noch viel passieren, gerade auch im deutschen Kontext. Und dazu soll das Webinar hier heute Abend einen Beitrag leisten. Und da freue ich mich, dass so viele dran interessiert sind und wir mit Ulrike Herrmann, mit Herrn Felbermayr und mit Ihnen, Herr Connelly, eine spannende Runde zusammengestellt haben. Vielen Dank. Ich würde gerne erstmal Herrn Professor Felbermayr fragen, ob Sie reagieren wollen oder ob wir die Bürger erstmal ranlassen. Haben Sie dringenden Reaktionsbedarf auf das Gehörte? Nee? Gut, nee, dann. Ich würde sagen, Ulrike Herrmann, wunderbar.
Nein, ich möchte nur einen Aspekt verstärken, den Herrn Connelly schon gesagt hat. Den kann man aber gar nicht oft genug betonen. Also viele Deutsche haben ja immer das Gefühl, dass die Italiener irgendwie Südländer seien und nicht wirtschaften könnten und überhaupt selber schuld sind, wenn sie so hohe Staatsverschuldung haben. Hört ihr mich noch? Ja, also da wird dann eben gerne so getan, ja, diese Südländer, die sind alle selber schuld. Aber das ist eben überhaupt nicht wahr, sondern was Herr Connelly ja gesagt hat, ist, dass die Italiener einen Primärüberschuss hatten und haben, der genauso hoch ist wie der von Deutschland. Also vielleicht weiß nicht jeder, was ein Primärüberschuss ist, aber das ist sozusagen der Überschuss im Haushalt, wenn man die Zins- und Kreditkosten abzieht. Und das heißt nichts anderes, als dass die Italiener tatsächlich genauso sparsam gewirtschaftet haben wie die Deutschen in den letzten 10 Jahren. Und was Herr Connelly ja auch gesagt hat, ist, und das stimmt, die Italiener sind aber nicht gewachsen. Seit dem Beginn der Euro-Krise, also in den letzten 20 Jahren, gab es in Italien kein Wachstum. Und Deutschland ist aber in dieser Zeit ungefähr 33% gewachsen. Jetzt stellen Sie sich mal vor, was hier in Deutschland los wäre, wenn es dieses Wachstum nicht gegeben hätte. Dann wäre wahrscheinlich die AfD schon bei über 50% und gespart hätte Deutschland auch nicht. Das heißt, das, was die Italiener geleistet haben in den letzten 10 Jahren, ist einfach unglaublich. Und schon deswegen müsste man eben ihnen wirklich helfen und das auch versuchen, jetzt gemeinschaftlich durch Corona-Bonds zu lösen. Herr Felbermayr ist scheinbar nicht zu provozieren. Er sieht nicht so aus, als wenn er irgendwie widersprochen würde. Ich gebe jetzt mal einfach ein paar Bürgerinnen und Bürgern das Wort. Irgendwer wird schon euch noch auseinandertreiben. So, ich versuche das mal direkt mit Lena Plamberg. Wollen wir mal sehen. Huch. Na, sowas. Ah, so, Moment, halt. So, Maximilian Betten. Es funktioniert offensichtlich sehr schlecht durch die hohe Zahl der Teilnehmer. Ich kriege die Mikrofone praktisch nicht angeschaltet. Max, kannst du dich hier mal einbringen? Ja, ich mache das gerne auf Zuruf. Philipp Bergmann ist jetzt schon mal an. Ich kriege die Mikrofone von mir aus nicht an. Ich weiß nicht, warum nicht. Herr Bergmann. Hören Sie mich? Ja. Ja. Gut, also eigentlich hat es sich schon erledigt. Ich muss jetzt nichts mehr ergänzen. Ich fand es sehr interessant. Also, so geht das hier aber nicht, liebe Leute. Wenn jetzt alle immer einer Meinung sind, das hatte ich noch nie und ihr irritiert mich. Lieber Max, bitte schalt weitere frei. Übernimm du das. Das hat hier keinen Sinn. So, Beate Bockting, bitte jetzt sprechen. Hört ihr mich? Ja. 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 Ah, super, das ist toll. Ja, ich möchte fragen, ich bin für Corona-Bonds, ich bin eigentlich auch für Euro-Bonds und nicht nur eingeschränkte Corona-Bonds, aber müsste das nicht begleitet werden von einer effektiven Negativzinspolitik? Wir werden jetzt noch massive Neuverschuldung erleben, müssen die Zinsen nicht weiter runter, muss man nicht das Bargeld endlich mal angehen, damit wir effektive Negativzinsen kriegen, um die Schuldenlast zu verringern. Herr Felbermayr, ich ergänze das noch mit einer weiteren provokanten Frage, um hier mal ein bisschen Spaß in diese Sache zu bringen. Und zwar ein Thema, was sehr viele Leute umtreibt. Sie haben vielleicht gesehen, es gibt 2 Petitionen, europäisch und deutsch, für die Einführung eines Grundeinkommens angesichts der Corona-Krise. Alleine in Deutschland 300.000 Unterschriften und hier auch eine Frage aus dem Teilnehmerkreis. Was halten Sie von einer Testphase für ein 18-monatiges Grundeinkommen? Das würde Sicherheit bringen, da doch viele an Rettungsschirmen welcher Art auch immer zweifeln. Ja, das sollte doch mal ein bisschen hier für Lebendigkeit sorgen. Herr Felbermayr. Ja, genau, da haben Sie recht, Herr Giegold. Da kann ich nicht zustimmen, schon mal bei den Negativzinsen nicht. Also ich glaube, was wir erleben werden in den nächsten Jahren, ist, dass diese Corona-Krise zu
mehr Sparwünschen führt bei den Menschen. Es wird also mehr gespart. Wenn mehr Ersparnis Anlage sucht, wird das die Zinsen senken. Also ich glaube, dass es weiter Druck auf die Zinsen geben wird. Da brauchen wir die EZB gar nicht. Ich glaube auch, dass ein Stück weit überschätzt wird, in welchem Ausmaß eine Zentralbank überhaupt die Zinsen und die Zinsstrukturkurve, also auch die Zinsen auf Anlagen unterschiedlicher Laufzeit, dann kontrollieren kann. Ja, da hat die EZB ein Wörtchen mitzureden, aber Schätzungen sagen so zwischen, ja, vielleicht die Hälfte der Zinsen wird politisch gesetzt von der Bank und die andere Hälfte, die ergibt sich auf dem Markt. Und was der Markt tut, wird, ist ohnehin ein Druck auf die Zinsen ausüben nach unten. Also ich sehe nicht, dass es Probleme gibt für Länder, die Zugang haben zu den Märkten, sich zu verschulden. Wir haben ein bisschen nachgeforscht, Christoph Trebisch in Kiel und seine Leute auch, wie hoch denn sozusagen die Schuldtraglast wäre in der Eurozone. Wir können uns sozusagen die 1.000 Milliarden Euro, die wir vorgeschlagen haben, mehrmals leisten. Überhaupt kein Problem. Das wird nicht auf die Zinsen drücken. Deswegen glaube ich nicht, dass die Zinsen ein großes Thema sind. Was schon ein Thema wäre, ist, ob man nicht Ländern wie Griechenland und Italien nicht einen Schuldenschnitt angedeihen lassen sollte. Herr Cornelli hat das ja gesagt, der Primärüberschuss im Haushalt bei gleichzeitig 136% Staatsschulden heißt ja, dass hohe Anteile immer noch des italienischen Volkseinkommens in die Bedienung der Schuldenlast gehen. Nicht? Und ich meine, da müsste man mal sozusagen über eine Restrukturierung nachdenken und über einen Schuldenschnitt. Das dazu. Zum Grundeinkommen. Also das hängt natürlich stark ab, über welche Volkswirtschaft wir reden. Jetzt rede ich mal über die deutsche Volkswirtschaft, die ein recht gut ausgebautes Sozialnetz hat. Wir haben ja de facto so etwas wie ein Grundeinkommen. Sogar ein bedingungsloses, wenn man so will. Nicht? Weil das Arbeitslosengeld 2 ja allen zur Verfügung steht. Das ist jetzt vielleicht nicht hoch genug, darüber kann man streiten, aber das soziale Netz, das wir haben, ist ein gut ausgebautes. Und man muss immer daran denken, dass das alles auch finanziert werden muss. Es gibt ja die Rechnungen. Über das Grundeinkommen reden wir ja heute nicht zum ersten Mal, was es kosten würde, wenn wir 1.000 Euro oder so oder 1.200 Euro pro Person auszahlen würden an alle, inklusive auch an die, die es gar nicht brauchen. Das müsste dann sozusagen über eine stärkere Besteuerung ja auch sozusagen in den Haushalt gespült werden. Das hat wiederum Effekte auf Dinge wie die Arbeitsbeteiligung, höhere Löhne, höhere Steuern führen zu einem geringeren Arbeitsangebot. Nicht? Also die Rechnungen, die ich kenne, die stimmen eher skeptisch, dass das volkswirtschaftlich eine gute Idee wäre. Wir müssen sicher in der Krise nachdenken, wie wir sozusagen den Solo-Selbstständigen, die schon angesprochen sind, zum Beispiel besser helfen. Wenn die auf Hartz IV abstürzen, da stürzen sie zu weit. Sie müssen ja sozusagen auch die Kosten abdecken können, die sie haben, um ihr Geschäft zu betreiben. Vielleicht Bankkredite, wenn der ein Fotograf-Equipment gekauft hat, dann muss er die Bankkredite bedienen. Das heißt, da gehört mehr hinein, sozusagen, als für einen normalen Arbeitnehmer, der in Hartz IV gerutscht sein würde, eingerutscht wäre. Und ich glaube, man muss auch, wie Frau Herrmann das gesagt hat, überlegen, was man tut mit all den Minijobbern. Ich habe das sehr konkret bei meinen Studierenden so, die irgendwo in Kiel Kreuzfahrtschiffen gejobbt haben oder sonst wo und da 400 Euro verdient haben, all das bricht weg. Das ist natürlich ein Thema, wo man noch, glaube ich, nachdenken muss, aber für ein Grundeinkommen in seiner Pauschalität bitte nicht. Herr Cornelli? Ich habe nicht alles gehört, ich habe verloren vielen Wörtern. Ich glaube, dass wir haben
am wenigsten zwei Phase. Der erste Moment ist die Absorption, absorbing die Wirtschaftsrezessionen. Ne? Der Wirtschaftsproblem wird für 6 Monate, 9 Monate der starke Moment und dann haben wir ein Wirtschaftswachstum. Aber die Niedrigzinssatz sind ein Problem für uns auch. But the real problem, der wirkliche Problem ist, dass wir haben wenig AAA AAA-Rating in Euro. Wir haben nur der Bund und das ist, weil wir haben Negativraten. Das heißt, dass we will manage the crisis in two different phases. The first one is to absorb the crisis. The second is to relaunch the economy. What I think is that we must look at what China and United States they will do. We are missing on China and USA. I think it's much better if you continue in English. It is clearer if you stick to one language. I think that's better in the end. Yes. The problem is that we are looking only into European, infra-European problem, but the massive competition that we will have from China and from USA will be extremely relevant. They will deploy whatever they can. They will make whatever they can for fiscal stimulus, monetary stimulus, tax stimulus, whatever, to create social consensus and to restart the economy. And Europe cannot be sitting and discussing if this is good for North, South, East and West. The competition now is not between Italy and Germany or Netherlands, is between the Euro monetary area, China, and the others. As a matter of fact, China will invade us, can invade us by simply selling what we need for the first phase, which is machinery for health. And we are demonstrating that now we don't have such production in Europe. So the second phase will include that we must re-industrialize Europe somehow, at least on some sectors that are relevant for us. We cannot face another crisis thinking that we don't have the machinery because they are done in China and we cannot have for our medical services. Mm-hmm. So it's a long of questions in front of us. Ulrike Herrmann, gelingt es jetzt etwas Kontroverse zwischen dir und Herrn Professor Felbermayr zu erzeugen? Eigentlich nicht. Ich muss zugeben, dass ich auch nicht denke, dass man ein bedingungsloses Grundeinkommen finanzieren kann. Denn bedingungsloses Grundeinkommen würde ja tatsächlich bedeuten, dass jeder irgendwie auf Dauer 1.200 Euro im Monat bekommt. Das wäre für eine vierköpfige Familie 4.800 Euro netto. So viel verdient im Augenblick nur ungefähr das oberste 3% der Bevölkerung. Das heißt, man müsste irgendwie, die obersten 3% müssen den Rest der Bevölkerung dann finanzieren, wenn man das da durch Steuern umlegen will. Das ist alles aus meiner Sicht nicht möglich, sondern was wir brauchen, ist nicht ein bedingungsloses Grundeinkommen, sondern ein bedingtes Grundeinkommen für die, die wirklich in Not sind. Und da wäre ich eben sehr dafür, dass man beispielsweise Hartz-IV-Sätze oder so weiter, Grundsicherung für Alte deutlich anhebt. Und das Tragische aus meiner Sicht ist, dass dadurch, dass Leute immer das bedingungslose Grundeinkommen fordern, das nicht finanzierbar ist, geht die gesamte Energie verloren, die man eigentlich darauf richten könnte, Reformen anzustoßen, die möglich wären, eben ein bedingtes Grundeinkommen für die wirklich Bedürftigen. So, und jetzt vielleicht nochmal zu Herrn Cornelli, also ja, was er ja eigentlich gesagt hat, ist wirklich, dass wir eine gemeinsame europäische Anstrengung brauchen. Und das würde ich auf jeden Fall unterstützen. Aber ich hatte gesehen, dass als ich die Frage gestellt habe, brauchen wir nicht eigentlich Niedrigzinsen oder noch niedrigere Zinsen? Da sah ich ein Nicken bei dir, während ja Professor Felbermayr dort widersprochen hat. Dass wir beim Grundeinkommen einer Meinung sind, liebe Ulrike, das habe ich schon geahnt und gewusst von vorher. Und insofern, das ist klar. Aber zu dieser Frage, gibt es, ich sage es mal so salopp, um das einfach auszudrücken, gibt es irgendwie zu viel Kapital und damit auch zu viel Verschuldung?
und muss man das eigentlich ein bisschen kleiner kochen? Das ist die These hinter der Fragestellerin. Und da hat Herr Professor Felbermayr gesagt, nö, das regelt der Markt. Die Zinsen werden sowieso sehr niedrig sein, wenn es ein Überangebot von Kapital im Vergleich zu den Investitionsgelegenheiten gibt. Und wie siehst du das? Ja, also ich glaube auch, dass wir keinerlei Sorge haben müssen, dass die Zinsen jemals wieder steigen könnten. Also alle, die jetzt Sparer sind, können sich schon mal darauf einstellen, dass die Zinsen auf Dauer bei Null bleiben werden. Und auch aus genau den Gründen, die Herr Felbermayr geschildert hat. Wo ich, das fällt mir jetzt wieder ein, völlig anderer Meinung bin, und zwar absolut anderer Meinung ist, wir sollten auf gar keinen Fall einen Schuldenschnitt für Italien machen. Aus meiner Sicht war der Schuldenschnitt für Griechenland in der Eurokrise der größte Fehler, der überhaupt gemacht wurde während der gesamten Eurokrise. Denn damals hat man dann zwar aus der Sicht der Euro-Staaten Geld gespart, nicht? Weil die Banken haben dann 130 Milliarden verloren, die sie abschreiben mussten. Und das ist natürlich, klingt ja erstmal schön, wenn der Staat irgendwie 130 Milliarden spart. Aber das Problem danach war, dass ja jetzt für alle Investoren auf den Finanzmärkten für immer klar ist, dass es denkbar ist, dass ein Euroland in die Pleite rutscht. Und genau dieses Problem hat Italien ja jetzt genau, nicht? Weil alle Investoren immer denken, oh Gott, es könnte ein Land in die Pleite rutschen, muss Italien jetzt höhere Zinsen zahlen als Deutschland. Das gleiche gilt für Spanien. Und deswegen können die eben nicht die Schulden aufnehmen auf den Finanzmärkten, die sie eigentlich bräuchten. Das heißt, Italien ist das zentrale Opfer der Fehler in der Euro-Krise. Und wenn man sich jetzt fragt, okay, Italien ist zu sehr verschuldet, da muss irgendwas gemacht werden, dann wäre meine Lösung, dass die EZB diese überschüssigen Schulden einfach aufkauft, in ihrer Bilanz versenkt und dafür immer ruhen lässt. Das wurde übrigens auch schon mal gemacht mit Staatsanleihen aus Irland. Da hat Irland sehr weitergeholfen. Nicht? Heute ist Irland ja sozusagen angeblich das Erfolgsland schlechthin nach der Eurokrise. Und das erhöht die Geldmenge nicht nennenswert. Die Inflation würde nicht anziehen und mehr wäre das Problem mit den italienischen Staatsanleihen endlich los. So. Das ist doch jetzt mal interessant. Ich kann nicht das unversucht lassen, Herrn Felbermayr nochmal das Wort zu geben, bevor ich weiteren Bürgerinnen und Bürgern das Wort gebe, weil das ist das Zentrum der Debatte um die Euro-Krise. In Deutschland gibt es viele Ökonomen, die sagen, die Drohung mit dem Schuldenschnitt ist das einzige Instrument, was disziplinierend wirkt, damit Länder ihre Staatshaushalte wirklich in den Griff halten. Alles, was wir da an europäischen Gesetzen haben, wirkt im Zweifelsfall nicht. Am radikalsten vertritt das ja bekannterweise Hans-Werner Sinn. Und dann gibt es sicher Leute, die das nicht so weitgehend vertreten. Aber im Prinzip erstmal die unterschiedlichen Zinssätze sind nötig, um eben den richtigen Anreiz zu geben, solide mit den Staatsverschulden, mit dem Staat umzugehen, mit dem Staatshaushalt umzugehen. Du hattest schon am Anfang gesagt, Ulrike, nein, das siehst du nicht so. Wenn die Zinsdifferenziale zu groß werden, wird das mit der Währungsunion nicht stabil sein. Und genau die gleiche Diskussion jetzt wieder bei der Frage, wenn ein Land hohe Schulden hat, ist es klug, da mit Schuldenschnitten zu arbeiten oder nicht? Und da ist jetzt hier eine Differenz. Ich versuche das ein bisschen zu sortieren. Herr Felbermayr, was sagen Sie zu diesen Anwürfen? Das sind keine Anwürfe. Ich nehme es jetzt nicht als Anwürfe. Ich muss doch hier ein bisschen vor Unterhaltung sorgen, sonst ist das ja gar nicht zu ertragen. So, bitte, Herr Professor Felbermayr. Ja, also gut, dann will ich der Unterhaltung beitragen, soweit ich das kann. Ja, also ich glaube, dass das Problem nicht darin besteht, dass wir auf den Anleihemärkten unterschiedliche Zinsen haben für Anleihen unterschiedlicher Emittenten. Das ist das Normalste der Welt. Das ist auch in anderen Währungsunionen so. Das ist bei den Schulden von amerikanischen Staaten so. Die haben auch nicht alle identische Zinsen, die sie darauf bezahlen. Und das ist notwendig, dass die Märkte sich Gedanken machen darüber, welche Schuldtraglast ein Land hat. Und wenn die Märkte pessimistisch sind, dann werden dort die Zinsen steigen. Das ist ein wichtiges Signal. Im Normalfall funktioniert das, glaube ich, auch. Also ich denke nicht, dass eine Eurozone nur funktionieren kann, wenn die Zinsen überall gleich sind oder die Spreads zum Bund null sind. Das halte ich für falsch. Was wir aber sehen müssen, ist, dass die Märkte, gerade auch die Anleihenmärkte, nicht
perfekt funktionieren, dass es da sozusagen Verwerfungen geben kann, dass es da Runs geben kann, dass es Informationsasymmetrien geben kann, dass die Marktmacher, die Market Maker in diesen Märkten viel Macht haben und Kurse beeinflussen können. All das ist richtig und deswegen muss man ein Auge haben auf diese Spreads. Also ich will sie nicht für irrelevant erklären, das sind sie nicht. Sie sind nicht ein Politikziel per se. Und wenn wir jetzt feststellen, dass Italien aus welchen Gründen auch immer 136% seiner Wirtschaftsleistung an Schulden hat und Griechenland noch mehr. Und wenn wir sehen, dass diese hohen Schuldenlasten, die aus der Vergangenheit kommen, Primärüberschüsse erfordern, die so hoch sind, dass kaum Investitionen möglich sind in Italien und Griechenland, die das Wachstum antreiben können, dann müssen wir das Grundübel beseitigen. Und das Grundübel sind diese hohen Schuldenstände. Das ist nicht zur Bestrafung, sondern das ist eine Bereinigung einer Altlast, die Italien runterzieht und auch Griechenland runterzieht. Wie kann das geschehen? So, also ich würde die mit italienischen Staatsanleihen in den letzten Jahren gute Geschäfte gemacht haben, zur Kasse bitten. Und nicht die Bilanz der Europäischen Zentralbank verlängern. Ja, das wird jetzt immer öfter gefordert, ich höre das. Nicht? Also Staatsschulden einfach zu monetarisieren. Die EZB soll einfach die Schulden kaufen und dann verschwinden die irgendwie. Ich glaube, dass das kurzfristig funktionieren kann. Das kann über Jahre funktionieren. Aber es wird irgendwann mal, wird dieser Schummel sozusagen auffliegen. Wir können nicht den Menschen sozusagen ewig vorgaukeln, dass sie Geld haben, dass die Anleihen, die sie gezeichnet haben, was wert sind und immer mehr von diesen Schuldtiteln produzieren. Irgendwann werden die in Konsumwünsche umgetauscht werden. Und dann stellt man fest, dass diese aufgeblasenen Bilanzen der Zentralbank oder wessen auch immer, nicht hinterlegt sind mit einer realwirtschaftlichen Produktion oder realwirtschaftlichen Output. Und dann werden wir in eine Problematik laufen. In der Vergangenheit waren das dann Inflationsschocks. Ich traue mich fast nicht zu sagen, dass auch dieses Gespenst noch wieder aus der Kiste steigen könnte. Ja, ich glaube, das kann es. Aber es gibt andere Arten auch noch, wie der damit verbundene Konsumreduktion, die dann notwendig ist, erzwungen werden kann. Ob das durch finanzielle Repression passiert oder durch Steuererhöhungen oder durch Inflation, ist im Prinzip konzeptuell ziemlich einerlei. Aber wir können, glaube ich, nicht so tun, als dass wir einfach diese Schulden, die in der Vergangenheit aufgelaufen sind, irgendwo hinschieben und so tun, als wäre da nicht hinter diesen Schulden ein Konsumversprechen für die diese Schulden eingegangen haben in der Zukunft. Ja, das so. Glaube ich. Die Positionen sind, glaube ich, sehr deutlich geworden. Ich würde gerne noch ein paar Stimmen hier reinbringen, die das ist eine eigene Euro-Krisendiskussion, die wir dazu noch mal führen müssten. Ich würde gerne noch mal eine schriftliche Frage hier hineinbringen, die, glaube ich, viele umtreibt. Vor diesem elenden Coronavirus prägte ja eine andere Diskussion die Öffentlichkeit, nämlich die Klimakrise, die Proteste unserer Kinder gegen die Zerstörung ihrer Zukunft. Und da fragt zum Beispiel Carla Schulte Fischedick, wie schaffen wir es, dass die Rettungspakete für Unternehmen gleichzeitig die dringend notwendige, ambitionierte Klimapolitik unterstützen, statt weitere Pfadabhängigkeiten in fossilen Wirtschaftszweigen zu verstärken? Ähnliche Frage hier. Muss der grün denkende Steuerzahler jetzt etwa auch noch Fluggesellschaften oder gar Ölfirmen retten? Mhm. Ja, das und ergänzend dazu, wie wird verhindert, dass Firmen wie ThyssenKrupp, die auch ohne Corona schon zur Pleite verdammt waren, jetzt auch noch mit steuerlichen Mitteln unnötig am Leben gehalten werden? Und so weiter und so fort. Also das kann man fortsetzen, diese Art von Fragen. Vielleicht mal, wie rum wollen Sie? Ich gucke mal. Bitte, Ulrike, wie du möchtest. Also ich kann ja mal anfangen. Also ich glaube, dass man, das hat ja vorhin auch schon Herr Cornelli gesagt, man muss ja zwei Phasen unterscheiden. Im Augenblick sind wir in Phase 1. Nicht? Und das ist sozusagen die absolute Krisenbewältigung. Im Augenblick steht alles still, weil ja gar keiner mehr aus dem Haus darf.
Und ich glaube, in dieser Phase ist es keine gute Idee, jetzt noch weitere ambitionierte Politikziele zu verfolgen, sondern man ist schon, der Staat und seine Bürger, alle zusammen, sind komplett am Rande ihrer Leistungsfähigkeit, um überhaupt nur den Alltag über die Runden zu bekommen. Hört ihr mich gut? Ja? Ah, ja, also weil hier kommt immer irgendwie so ein Nebengeräusch an, aber okay, das habt ihr anscheinend nicht. Okay, also jedenfalls jetzt im Augenblick ist einfach nur Krisenmodus und dieser Krisenmodus wird so lange anhalten, wie die Kontaktsperre anhält und in dieser Zeit, glaube ich, kann man überhaupt nichts irgendwie gestalten, sondern da muss man sozusagen alle durchfüttern, egal was jetzt der Hintergrund ist, also. Aber natürlich gibt es dann die zweite Phase, das hat Herr Cornelli ja gesagt, wo es dann darum geht, sich zu überlegen, ob man Konjunkturpakete braucht, ob man die Wirtschaft wieder ankurbeln muss. Und in dieser Phase sollte man natürlich dann auch überlegen, wie man steuert. Also wenn der Staat anfängt zu investieren, um Nachfrage zu schaffen, falls man glaubt, dass das nötig ist, dann wäre das natürlich gut, wenn man in Klimaschutzmaßnahmen investiert und nicht irgendwie das Modell Abwrackprämie wiederholt, was dann in der Finanzkrise so berühmt berüchtigt wurde, dass dann funktionstüchtige Autos ausrangiert wurden, nur weil man die Nachfrage wieder ankurbeln wollte. Herr Felbermayr? Ich glaube, da gibt es auch da, wer auf Streit hofft zwischen Frau Herrmann und mir, wird heute nicht zufrieden nach Hause gehen. Also ich denke auch, dass man die beiden Dinge nicht vermischen sollte. Aber das geht auch in eine andere Richtung. Ich höre ja Stimmen, die sagen, wir müssen jetzt den Einstieg in die CO2-Bepreisung verschieben. Die Stimmen gibt es auch, gar nicht selten. Und da sollten wir Widerstand leisten. Also ich glaube, dass es jetzt darum geht, dass diese behördlich verordnete Abschaltung oder Teilabschaltung der deutschen Volkswirtschaft nicht per se zu einer Veränderung der Struktur führt, ein paar kleine Unternehmen pleite macht, vielleicht auch den einen oder anderen großen pleite macht, den anderen vielleicht sozusagen zu unverhofftem Wachstum führt, ja, wenn sie zufällig Trägerwerke heißen und jetzt die komplette Versorgung in Europa mit Atemgeräten vornehmen dürfen oder irgendwelche Firmen, die sich auf den Import von Atemmasken spezialisieren, auch die profitieren jetzt so ein ganz dicke. Also wir sollten nicht zulassen, dass diese Krise und die Rettung sozusagen der Wirtschaft, die notwendig ist, der Staat sozusagen diese Teilabschaltung verordnet hat, dass die zu viel sozusagen verändert, Marktanteile verschiebt, Unternehmen pleite gehen lässt und andere reich macht. Das sollten wir, glaube ich, nicht. Aber wie gesagt, wir brauchen einen Umbau des Steuersystems. Wir brauchen ein ganz anderes Nachdenken über Energiesteuern. Wir haben begonnen mit der CO2-Bepreisung oder mit dem Einstieg in die CO2-Bepreisung. Da müssen wir jetzt auch Kurs halten. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Und das wird der Lufthansa Geld kosten. Und das werden die Banken auch wissen, die jetzt der Lufthansa Geld geben oder ThyssenKrupp. Es ist ja so, dass die Kredite, die über die Kreditanstalt für Wiederaufbau an Unternehmen gehen sollen, dass die eine Risikobeteiligung der Banken vorsieht von 10%. Und das ist auch ganz wichtig. Wir dürfen, das ist ein wichtiges Argument, nicht zulassen, dass da jetzt sozusagen die Banken komplett aus dem Risiko genommen werden. Denn dann fließen diese Kredite ohne weitere Kontrolle an die Unternehmen, wie auch immer sie heißen. Und es werden auch nicht die in diesen Unternehmen schlummernden klimapolitischen Risiken bepreist. Und das sollten wir, glaube ich, verhindern. Es gibt diese Diskussion, das wird sehr bald kommen, dass man den Rettungsschirm nochmal ausweitet und allen Unternehmen diese Kredite überweist, egal welche Risiken sie haben. Professor Cornelli hatte sich gemeldet, dann Ulrike Herrmann. Ich muss als NRW-Grüner allerdings betonen, dass wir ThyssenKrupp brauchen werden, um irgendwann mal sauberen Wasserstoff zu machen und froh sein können, wenn wir Stahlindustrie in Europa noch haben, damit wir nicht irgendwann diese Wahl gar nicht mehr haben. Allerdings den jetzigen Stahl, der wird keine Zukunft haben, da sind wir uns einig. Professor Cornelli. Huch. I lost some of your 50% of your word, but and we lost your image. Please switch on your camera again. Thank you. I don't know if I've heard everything. I've lost 50% of your word, but
Our idea is quite simple. We will have a crisis, but then an opportunity. In the second phase, we can concentrate our efforts in investing on something that we need, included the Green Deal, which we cannot forget. I think that someone might think that given the crisis, we have to postpone or to withdraw, but it's very important to focus on it and maybe to concentrate European investment on the green battle, again, in order to manage. If we want, but again, what we must reach is the SMEs. SMEs are the real keys for any change. And this is what we can go ahead. Italy and Germany together have a large number of SMEs, but the consumption models, the production models are going to change, I think, very, very soon. The internet will step in more and more, but the people might ask for something different. So the fixed investment phase that will start in the second phase must be reoriented by the politician to a common higher effort, a common good. I don't know if I've answered to your question. You answered to the question of the citizen, yes. So Ulrike, please, and then let's hear some more voices. Ja, ich wollte nur noch mal kurz auf einen Aspekt eingehen, der bei Herrn Felbermayr aufgetreten ist. Herr Felbermayr hat ja gesagt, dass er es richtig fände, dass die Banken 10% des Risikos übernehmen müssen und dass die staatliche Förderbank KfW bei den Notkrediten für die Unternehmen nur 90% garantiert. Ich glaube, dass das ein wirkliches Problem ist, weil man nämlich jetzt schon aus den Banken und vor allen Dingen auch aus den Unternehmen hört, dass einfach gar keine KfW-Notkredite weitergereicht werden von den Banken, weil die keine Lust haben, diese 10% Risiko zu tragen, sondern dass stattdessen die Haltung der Banken ist, wir vergeben jetzt 4 Wochen lang mal gar keine Kredite und dann gucken wir auch mal weiter. So, das heißt, man wird einfach, damit die Wirtschaft nicht zusammenbricht, glaube ich, wird die Regierung ihre Position überdenken müssen, ob die Notkredite von den Banken garantiert werden müssen mit 10%. Ich glaube, dass das eine Hürde ist, die zu großen Verwerfungen führen könnte. Nehmen Sie das ruhig auf den Zettel. Ich würde gerne noch ein paar Leute reinbringen. Können Sie sich das noch auf den Zettel nehmen oder darf ich das, weil ich hätte gern ein paar mehr Stimmen noch rein. Weil wir können uns hier wunderbar miteinander unterhalten, das sehe ich schon. Irgendwann werde ich auch noch Kontroversen erzeugen können, aber das... Jetzt erstmal noch mal ein paar der Zuhörerinnen und Zuhörer. Max, versuch doch mal, wie viele Mikrofone du aktiviert bekommst. Ich sehe nämlich weiterhin keine. Ich werde jetzt mal anfangen mit Michael Tröge. Michael, genau. Bitte jetzt sprechen, sollte funktionieren. Okay, noch nicht. Bitte weiter probieren. Dann als nächstes Friederike Thumel. So, kann sich jetzt auch bitte entstummen und sprechen. Sollte eigentlich auch. Friederike Thumel, bitte Mikrofon anschalten und sprechen. Sonst probiere ich es einfach mal weiter. Das hilft immer. Nächster auf der Liste ist, den hatte ich jetzt verloren, doch Simon Rock. Aus NRW, den habe ich hier, Simon. Ja, hallo, ich grüße euch. So, hallo. Vielen Dank für das wunderbare Webinar. Ich wollte eigentlich fragen, das Thema Corona-Bonds. Meine Vermutung ist, wenn das nicht kommt, dass wir dann mittelfristig eine Diskussion darüber haben werden, ob die Tragfähigkeit der Schulden in den Südstaatenländern, Spanien, Italien, möglicherweise auch Frankreich überhaupt noch gegeben ist und die Zukunftsfähigkeit des Euro dann auf der Kippe steht und ob da mittelfristig überhaupt kein Weg dran vorbeiführt, weil Herr Felbermayr, Sie haben es ja richtig ausgeführt, wir haben keine Geldkrise an der Stelle, sondern wir haben eine Fiskalkrise, weil nun mal aufgrund des Shutdowns Güter und Dienstleistungen nicht produziert werden und nicht irgendwelche Banken
zusammengebrochen sind, so wie wir es 2008 haben. Und der zweite Punkt, das hat mich doch jetzt schon noch gereizt als jemand, der bei einer Förderbank arbeitet, diese 90% Haftungsfreistellung der KfW, die haben ja dann auch durchaus einen Grund, warum wir nicht auf 100% gehen, weil wir ansonsten schon die Gefahr sehen, dass Banken die Kredite einfach ungeprüft weiterreichen und auch genehmigen. Genau. Und die KfW oder auch die Landesförderbanken überhaupt keine Möglichkeit haben, da die guten von den schlechten Risiken zu sortieren. Und man dann mittelfristig auch die Gefahr sehen könnte, dass dann auch diese Landes- oder auch Bundesförderbanken in finanzielle Schieflage geraten, wenn in der Folge dann massenhaft Kredite ausfallen. Deshalb, ich sehe das Problem mit den 10%, die die Banken, die Hausbanken selbst tragen müssen, aber ob die Alternative dann unbedingt besser ist, ich mache da mal ein großes Fragezeichen dran. Nur zur Transparenz, Simon Rock arbeitet bei der NRW-Bank und wir waren lange Jahre zusammen im Landesvorstand der Grünen NRW. Max, schalt doch gerne noch ein, zwei weitere Leute ein, bevor ich zurückgebe ins Panel. Ja. So, als nächstes probiere ich es mal, also wenn Michael Tröge es nochmal probieren möchte. Mikrofon ist weiter an, aber wir hören ihn nicht. Schade, ich lasse es trotzdem an. Als nächstes Annette Schäfer. Annette Schäfer, bitte jetzt sprechen. Auch nicht. Ich lasse das Mikrofon auch mal an, bis man was hört. Als nächstes Jochen Thüm. Den schalte ich jetzt auch mal frei. Jochen Thüm, bitte einmal. Hat sich selber wieder stumm geschaltet. Dann kann ich auch nichts tun. Nee, jetzt ist... Doch, ja, ja. Ja, Jochen Thüm, okay. Bitte. Die Idee von Corona-Bonds finde ich gut. Wie schaffen wir das, dass die Blockierer, zum Beispiel Niederlande und die Bundesrepublik, das aufgeben? Gut, dann versuche ich es weiter. Noch eine Frage, Susanne Koch. Susanne Koch, jetzt bitte sprechen. Hallo, nein. Hören Sie mich? Ja, hallo? Jetzt hören wir Sie. Ja, ja, hallo, mein Name ist Susanne Koch, genau, ich bin Ärztin und ich würde gerne hier die Diskussion mal ein bisschen in die Richtung Gesundheit bringen. Also aus meiner Sicht wäre es jetzt absolut indiziert, mal wegzukommen von dieser ewigen Diskussion der Steigerung des Bruttosozialprodukts und man sollte mehr so eine Ausrichtung bringen, hin zu mehr dem Wohlergehen und der Gesundheit der Bevölkerung. Und ich finde zum Beispiel, dass die, sagen wir mal so, die systemrelevanten Berufe wie Krankenschwestern, Ärzte oder auch die Pflegekräfte in Altenheimen oder auch die, die sozusagen jetzt aus Polen ja hier nicht mehr finanziert sind, die ganzen alten Leute in Deutschland gepflegt haben, da sieht man ja, wie wenig also wie wenig das unterstützt wird, dieses System, was ja jetzt so ganz klar auch das tragende System ist hier in Deutschland oder auch in ganz Europa. Und ich finde einfach, da müsste doch eigentlich viel mehr Geld sein und das müsste doch eigentlich in der finanziellen Ausrichtung von europäischen Ländern generell mehr Gewicht bekommen. Und das andere, was Herr Cornelli ja auch schon gesagt hat, dass gerade diese Globalisierung der Märkte, die eben ja auch auf dieser Konkurrenz und so beruht, dass das ja auch ein Grund dafür ist, dass die Gesundheitssysteme jetzt so einbrechen, weil es eben keine Beatmungsgeräte mehr gibt. Es gibt nicht genug Masken, es gibt kaum noch Schutzausrüstung für die Pflegekräfte und Ärzte, die jetzt sozusagen ganz klar mit den Patienten konfrontiert sind. Also das, ja, ob es da nicht eine Option gibt, das jetzt in der Krise sozusagen zu ändern, andere Ausrichtung der Wirtschaftssysteme mal auf den Plan zu rufen. Ja, danke. Gut. Von Max höre und sehe ich nichts. Ich beginne mal mit Professor Cornelli und dann Herrn Felbermeier und zum Schluss Ulrike mal so rum. Bitte schön. I don't know if I can add some reflection. In Italy we have two kind of guarantees. If the bank increase the volume of credit in this very moment of difficulties, then you have up to 80% of state guarantee. If you simply maintain the credit lines, you do not close it, but you simply maintain, you have 33% of guarantee. So 66
of risk remain in the banking sector. I mean, this has two levels of actions. If you want a full, let's say, a strong guarantee, you must increase the credit in the, let's say, first phase of Corona crisis. And of course, this has been approved by the state aid by Madame Vestager. I don't know if this can add some reflection to the discussion. Professor Felbermayr, Sie haben einiges auf dem Zettel jetzt. Ja, genau. Also das eine sind die 100%, die Forderung nach 100% Haftungsübernahme durch die Förderbank oder durch die KfW. Herr Rock hat im Prinzip schon gesagt, was das Thema ist. Ich glaube, wenn wir hier auf 100% gehen würden, dann gäbe es jede Menge von Insolvenzverschleppung. Die Banken würden sozusagen Kreditlinien möglicherweise auslaufen lassen, die sie haben, und würden sie ersetzen durch durch die geförderten Kredite. Ich glaube, dass da die Fehlanreize so groß sind, dass das gefährlich wäre. Und auch das, was ich vorher schon sagte, wir wollen ja, dass sich irgendwie in einem sehr rudimentären Verfahren aber doch Gedanken macht über die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens. Und da gehört auch sozusagen der ökologische Fußabdruck dazu. Unternehmen, die darauf sozusagen beruhen, große Mengen CO2 freizusetzen, haben höhere unternehmerische Risiken. Die sollten jetzt nicht im selben Ausmaß Kredite bekommen wie Unternehmen, die dieses Risiko nicht haben. Und auch dafür brauchen wir, glaube ich, die Förderbanken ganz dringend. Man kann trotzdem nachbessern. Ich glaube, ein Weg, den man gehen kann, ist, dass man diese so geförderten Kredite nachrangig macht, ihnen sozusagen eine Art Eigenkapitalqualität gibt. Das reduziert das Risiko insgesamt, das die Unternehmen für die Banken darstellen. Könnte sozusagen ein Kompromiss sein zwischen der 100% Haftungsfreistellung und dem Status quo. Denn der Status quo hat natürlich Probleme. Ich will nicht so tun, als wäre das nicht so. Viele Unternehmen kommen nicht an die Kredite, weil die Banken zögerlich sind. Man muss auch vielleicht nochmal nachdenken, das Bundesfinanzministerium tut das, glaube ich, noch nicht, ob wir nicht bestimmte Teile der Basel III-Regularien jetzt sozusagen passen müssen, suspendieren müssen oder so, teilweise und temporär, damit die Banken auch Kredite geben können an Unternehmen, die gerade auf dem Weg sind, Eigenkapital zu verlieren. Das kann sein, da die Banken gar kein Geld geben dürfen, obwohl sie vielleicht zu der Meinung kommen, dass, nach der Krise ein Unternehmen sehr wohl sozusagen eine Überlebenschance hat, eine gute, und es eigentlich die Bank eigentlich Kredite geben will, aber nicht kann, weil die Regularien dagegen stehen. Ich glaube, das müsste man prüfen. Es wurde die Frage gestellt, wie kann man die Blockierer überzeugen von Corona-Bonds. Die Deutschen, der Finanzminister, der nichts davon hält, oder auch die Holländer, die Österreicher, die Finnen. Ja, also gestern hat ja Olaf Scholz gesagt, die Corona-Bonds ist vielleicht eine schöne Idee, aber die Umsetzung dauert Jahre. Und wir haben doch den ESM, der funktioniert, wieso nicht den einsetzen und politisches Kapital verbrennen für eine Sache, die in ein paar Jahren vielleicht erst operativ ist. Ich finde, wir sollten uns sehr viel genauer noch ansehen, was da 1975 gemacht wurde. 1975 haben die europäischen Mitgliedsländer in der EG sogenannte Community Bonds aufgelegt. Da gab es auch eine Krise, nämlich die Erdölkrise. Die brach über die Europäer auch her oder herein, wie ein Virus, unverschuldet. Das war nicht die Haushaltspolitik der Franzosen oder der Italiener, die diese Krise verursacht haben, sondern es war was anderes. Und da wurde sehr schnell gemeinschaftlich gehandelt. 75 war ich auch gar nicht auf der Welt. Also das ist eine Zeit, die ich nicht gut kenne. Aber da sollte man nachforschen, was da passiert ist. Wir haben auch Anleihen der Europäischen Union für Zahlungsbilanzschwierigkeiten, also wenn EU-Länder in Zahlungsbilanzprobleme geraten. Auch da zeigt sich, wir haben diese Mittel, wir müssen sie nur neu skalieren und einsetzen. Ich glaube, es ist falsch zu behaupten, das geht alles viel zu langsam. Ich glaube, da könnte man den einen oder anderen Sozialdemokraten umdrehen. Und ich denke auch, dass das Argument,
das in Deutschland noch so häufig eingesetzt wird, das nach dem moralischen Risiko. Also wenn wir jetzt die Italiener retten oder ihnen helfen, dann werden sie das Gesundheitssystem noch weiter verlottern lassen. Dass dieser Vorwurf angesichts der Bilder aus Bergamo und woher sie sonst noch kommen, einfach nicht mehr in der Bevölkerung erträglich ist. Ich glaube, das ist etwas, das sich kaum ein Politiker wird leisten können, in die Kamera zu sagen. Die Argumentationsbasis, glaube ich, mittlerweile für die dagegen sind, ist relativ dünn geworden. Wir müssen da einfach weiterarbeiten. Ich denke, so schlecht stehen die Chancen vielleicht gar nicht. Ja, und dann Frau Koch, gute Punkte. Ich glaube, Sie werden vielleicht erst überrascht sein, wenn ich Ihnen sage, Ökonomen interessieren sich eigentlich nicht für das BIP. Ja, also wir reden zwar die ganze Zeit darüber, das ist so, und wenn wir Prognosen machen, prognostizieren wir das Bruttoinlandsprodukt, weil wir es beziffern können und ausrechnen können. Aber wenn Sie in eine Vorlesung gehen von mir und von beliebigen Kollegen, den sogenannten Neoklassikern oder gerade Neoliberalen, werden Sie konfrontiert werden mit einer Welt, in der es um das Wohlergehen der Menschen geht natürlich. Und der Nutzen besteht nicht aus dem Einkommen. Einkommen ist nutzlos. Einkommen ist nur ein Mittel zum Zweck. Was wir wollen, ist einen möglichst hohen Nutzen herstellen für möglichst viele Menschen. Und der besteht aus dem Konsum materieller Güter, klar. Der besteht aus dem Konsum von Freizeit. Der hängt ab davon, wie lange und wie gesund jemand leben kann. Das ist sozusagen Standard-Makroökonomik in den Hörsälen. Nicht unbedingt Standard-Makroökonomik in den Büros der Bankenvolkswirte und nicht unbedingt Standard-Makroökonomik in manchen Ministerien. Aber das ist sozusagen das Modell, nach dem Ökonomen funktioniert. Deswegen sind Ihre Anliegen sozusagen, die werden abgebildet. Es gibt so ein ganzes Fach, das heißt Health Economics, ja, wo sozusagen diese Frage, wie können wir besser verstehen, wie wirtschaftliches Wohlergehen und Gesundheit zusammengehen auf dem individuellen Level und auch auf dem aggregierten Level der Gegenstand von Untersuchungen sind. Ich glaube, dass wir aus dieser Corona-Krise eine Lehre ziehen werden, und die ist, dass wir für das Gesundheitssystem mehr Geld ausgeben müssen. Das glaube ich, da haben Sie recht. Wir werden uns überlegen müssen, wie wir das ärztliche Personal, die Pflegerinnen und Pfleger und so weiter, wie wir die entschädigen können für die Risiken, die sie eingehen, wenn sie in einer Epidemie Kranke pflegen. Wir müssen uns überlegen, wie wir besser vorbereitet sind in Zukunft auf solche Krisen, wie wir sicherstellen können, dass Medikamente, Schutzkleidung und so weiter auch vorhanden sind, wenn wir sie brauchen. Das wird Geld kosten. Ich glaube, das wird aber passieren, weil in diese Zwangslage, in der sich der Bundesminister für Gesundheit befindet und viele andere, in diese Zwangslage will man nicht wieder geraten. Ich glaube, jetzt muss man natürlich daraus eine Kampagne machen und das auch umsetzen in etwas, das sozusagen auch passiert und worüber nicht nur drüber geredet wird. Was, glaube ich, keine gute Idee wäre, ist jetzt zu sagen, die Globalisierung sei an diesen Dingen schuld. Ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. Das Beispiel Arzneimittel ist, glaube ich, ein ganz gutes. Wir hatten schon vor der Corona-Krise ja immer wieder Probleme mit der Versorgung der Bevölkerung, weil bestimmte Arzneimittel nicht lieferbar waren. Ich glaube nicht, dass das daran liegt, dass die Arzneimittel in der ganzen Welt produziert werden, sondern dass die Marktordnung für Pharmaprodukte in Deutschland und in vielen anderen europäischen Ländern schlecht gemacht ist. Die Unternehmer brauchen Anreize dafür, nicht nur möglichst viel, möglichst günstig bereitzustellen, sondern auch mit einer hohen Zuverlässigkeit bereitzustellen. Und wenn diese Anreize im System gegeben werden, wird das auch passieren. Heute sind zum Beispiel Vertragsstrafen zu gering. Es gibt zu wenig sozusagen Anreize, Lager zu halten, um die Versorgungsqualität aufrechtzuerhalten. Das muss sich ändern. Aber wo die Arzneimittel produziert werden, das ist sozusagen nicht das wichtigste Thema. Stellen Sie sich vor, wir hätten in Heinsberg unsere einzige Produktionsstätte von irgendeinem super wichtigen Arzneimittel. Und die müsste jetzt geschlossen werden. Das ist keine gute Idee. Wenn wir diversifizieren können, zum Beispiel auch über Globalisierung, dann macht uns das resilienter. Deswegen würde ich jetzt hier davor warnen, das Kind mit dem Bade auszuschütten. Aber die Marktordnung, gerade im Medizinbereich, die müssen wir dringend überarbeiten. Ulrike Herrmann.
Ja, nur ein paar kurze Anmerkungen noch. Also wo ich völlig mit einer Meinung bin, ist, dass man das Gesundheitssystem besser ausstatten muss, dass man vor allen Dingen auch Krankenschwestern und auch Pflegekräfte in den Altersheimen deutlich besser bezahlen muss. Dann ist natürlich die interessante Frage, wo kommt das Geld her? Und wo es nicht herkommen kann, ist aus dem bestehenden System, das ja darin besteht, dass eigentlich vor allen Dingen die Arbeitnehmer über ihre Beiträge zu den Sozialkassen große Teile des Systems finanzieren. Vor allen Dingen Arbeitnehmer, also Angestellte, werden belastet. Und vor allen Dingen ist das ganze System, das muss ich hier unbedingt loswerden, ist regressiv. Das heißt, die Leute, die besonders wenig verdienen, werden besonders stark belastet durch zwei Mechanismen. Der eine Mechanismus ist, dass man sofort, wenn man einen normalen Arbeitsplatz hat, also keinen Minijob, sondern einen normalen Arbeitsplatz, dann wird vom ersten Euro an der Sozialbeitrag fällig. Es gibt keine Progression. Und das zweite ist, dass es die sogenannte Beitragsbemessungsgrenze gibt. Das heißt, Leute, die mehr verdienen und gut verdienen, müssen für den obersten Teil ihres Gehaltes gar keine Beiträge mehr zahlen, sondern sind dann freigestellt. So, und das muss sich ändern. Also wenn man das Gesundheitssystem besser ausstatten will, bedeutet es zwingend, dass man die Beitragsbemessungsgrenze abschafft, dass also alle einzahlen anteilig mit zu ihrem Gehalt. Und zweitens müsste man dringend darüber nachdenken, dass man eine Bürgerversicherung macht, also dass alle in die gleiche Kasse einzahlen, auch die Beamten, auch die Selbstständigen. Wenn man das nicht macht, wenn man keine Bürgerversicherung hat und immer noch eine Beitragsbemessungsgrenze, dann wird man leider nie genug Geld haben, um die Krankenschwestern richtig zu bezahlen. So, das Zweite, also da kommen richtig große Reformaufgaben auf die Gesellschaft zu. Das Zweite, was ich auch noch wichtig finde, weil das war ja eine Frage, wie kann man jetzt eigentlich Deutschland, viele Deutsche, Niederländer und so weiter davon überzeugen, dass man jetzt Corona-Bonds braucht. Also aus meiner Sicht ist es so, dass wenn jetzt es nicht möglich ist, in Europa solidarisch zu handeln oder zumindest in der Eurozone, obwohl das suboptimal wäre, aber wenn es jetzt diese Corona-Bonds nicht gibt, wenn jetzt die Menschen erleben müssen in den Südländern, dass sie eigentlich alleine gelassen werden, wenn vor allen Dingen, das wäre ja, hätte ja auch ökonomische Folgen, also wenn die Leute erleben würden, dass Italien dann in die Armut abgleitet, weil sie eine schwere Wirtschaftskrise haben, aber kein Geld, um irgendwas zu machen, dann bricht die Eurozone auseinander. Das war's dann. Und ich glaube, dass die meisten Deutschen immer noch nicht verstanden haben, dass Deutschland von der Eurozone lebt. Nicht? Die Eurozone ist unser bester Kunde. Und wenn es die nicht mehr gibt oder wenn die Italiener derartig verarmt sind, dass sie nichts mehr kaufen können, dann ist Deutschland schwer getroffen. Nicht? Also dieser ökonomische Nationalismus, diese Vorstellung, Deutschland wäre ganz allein für sein eigenes Glück da und könnte das auch gewährleisten, ist einfach so derartig abartig, dass mir die Worte fehlen. Ja. Wir nähern uns dem Ende dieser Debatte. Ich möchte daher auch Rasmus jetzt nochmal in die Diskussion bringen und ihm die Gelegenheit geben, sein Fazit dieser Debatte zu ziehen. Und ich sage dann noch Tschüss. Lieber Rasmus, ich bitte dich erstmal um dein Fazit nach 2 Stunden. Ja, vielen Dank. Ich fand, es war eine sehr spannende Diskussion. Vielen Dank an alle, die sich eingebracht haben und natürlich an Ulrike Herrmann, an Herrn Felbemeier, an Sie, Herr Connelly, und natürlich auch an dich, Sven. Mir sind zum Abschluss 2 Punkte nochmal sehr wichtig, die gerade von Seiten auch der EU-Kommission, aber auch der deutschen Bundesregierung gegeneinander gestellt werden, wo ich vorwarnen möchte und auch da darauf aufmerksam machen möchte, dass wir in den Debatten in den nächsten Wochen darauf nicht reinfallen. Das eine ist die Debatte zu den sinnvollen Finanzinstrumenten wie Corona-Bonds. Dazu ist heute Abend viel gesagt worden. Das muss ich nicht wiederholen, warum die sinnvoll sind. Das andere ist aber auch die Frage der europäischen Investitionen und der gemeinsamen europäischen Investitionen. Und das wir jetzt übers Wochenende auch erlebt haben, sowohl in den Äußerungen von Finanzminister Scholz, aber auch von der Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, ist, dass man so ein bisschen probiert zu sagen, naja, wir machen ein bisschen mehr bei europäischen Investitionen, wir erhöhen den EU-Haushalt etwas stärker, als wir es vielleicht vorgehabt haben, aber dafür lasst es mal mit den Bonds sein. Und das ist eine sehr gefährliche Debatte, weil ich glaube, dass ähnlich wie Ulrike Herrmann vorhin schon gesagt hat, wir auch über unterschiedliche Phasen reden und dass wir jetzt in den nächsten 2 Wochen konkrete Ergebnisse brauchen beim Thema Bonds und dass wir uns aber, wenn wir die EU insgesamt stärken wollen, wenn wir unseren Wirtschaftsraum auch insgesamt stärken wollen, dass wir uns dann auch
mit einer Stärkung von Instrumenten wie dem europäischen Haushalt und auch weitere wie der Europäischen Investitionsbank auseinandersetzen müssen und dafür auch streiken sollen. Und da würde ich gerne alle bitten, das am Schluss auch zu tun. Ich teile, dass es nicht nur zwei sehr entscheidende Wochen sind, sondern dass, wenn es schlecht läuft, wir am Ende keine Eurozone mehr haben, ja, und auch die Europäische Union noch viel stärker gefährdet sein wird, als das durch den Brexit oder durch andere Fragen vielleicht in den letzten Jahren schon vor großen Herausforderungen stand. Deshalb möchte ich bitten, dass wir uns alle in diesen Debatten weiter einbringen, wir im Europäischen Parlament, wir auch gerne mal mit Druck auf die Bundespartei und unsere Bundestagsfraktion, wo es denn sein muss. Und manchmal gibt es diese Punkte, das kann man ja auch ganz offen sagen. Aber auch gerne Sie alle als Bürgerinnen, als Menschen, die sich für diese Themen interessieren. Und reden Sie beispielsweise auch mit unseren Kollegen von CDU, CSU und SPD über diese Fragen. Denn es sind im Zweifel die über die deutsche Bundesregierung auch sehr massiven Einfluss darauf haben können, welche Positionen die deutsche Bundesregierung auf europäischer Ebene einnimmt. Und wie, glaube ich, Sven Giegold und ich beide berichten können, ist das eine sehr entscheidende Position, die Deutschland da sehr einnimmt. Ja, das stimmt. Es gibt noch andere Länder, die Niederlanden oder aber auch die skandinavischen Länder, die ich ganz gut kenne, die dort eine schwierige Rolle spielen. Aber alle verstecken sich manchmal auch ganz gerne hinter der großen Bundesrepublik. Und wenn dieses Schutzschild wegfällt, dann kann das die Debatten durchaus auch anders beeinflussen. Ich habe aber nach wie vor noch Hoffnung, dass das auch passiert. Denn, wie ich vorhin schon gesagt habe, sehen wir ja jetzt gerade auch in der Haushalts- und Wirtschaftspolitik in der Bundesrepublik, dass sich Zeiten gerade ändern. Und deshalb glaube ich, dass wir wirklich noch die Chance haben, auch für viele der Maßnahmen, die wir jetzt hier heute mehr konsensual als strittig diskutiert haben, auch die Möglichkeit haben, das auf europäischer Ebene in den nächsten Wochen umzusetzen. Vielen Dank von meiner Seite. Ja, danke. Für mich ist eigentlich das Fazit dieser Diskussion, der Virus lässt alle zusammenrücken. Das gilt zwar nicht räumlich, weil da sollen wir uns ja distanzieren. Deshalb auch diese Diskussion per Internet, aber intellektuell rücken doch viele zusammen, wo man das vor kurzem noch gar nicht erlebt hat. Das war nicht nur schon bei dem Ökonomenaufruf so, der viele überrascht hat in der Konstellation, aber das war auch heute wieder so. Und dass es Professor Felbermayr gelungen ist, unwidersprochen Ulrike Herrmann zu erklären, dass die Neoklassik eigentlich das Gute und Schöne im Leben im Kopf hat, das war schon ein Highlight. Nein, das habe ich nur ausgelassen, weil ich dachte, das ist nicht das Thema. Ich sehe hier ganz viele Übereinstimmungen, die es gegeben hat. Und man muss auch sagen, auch in Deutschland politisch, glaube ich, die Reaktion der Bundesregierung auf die Krise, was innerhalb Deutschlands passiert ist, ist ja sehr breit in großen Zügen begrüßt worden. Da gibt es Details, aber da ist sehr viel Übereinstimmung. Wo wir allerdings große Konflikte haben, und das will ich auch deutlich sagen, ist, wie sich die Bundesregierung in Europa verhalten hat. Das Nein zu gemeinschaftlichen Bonds, aber auch überhaupt die Haltung mit unseren Nachbarinnen und Nachbarn von vornherein solidarisch auf diese Krise zuzugehen. Diese Haltung halten wir Grünen für falsch. Und das ist heute auch in der Diskussion wieder deutlich geworden. Aus ökonomischer Sicht ist für mich nochmal wichtig zu sagen, dass die Frage nach der Gemeinschaftshaftung, die uns ja entgegengehalten wird, aus meiner Sicht eine Scheindebatte ist. Denn was immer wieder so getan wird, als könne man in der Eurozone nicht gemeinsam haften, das scheint mir aber sehr fragwürdig. Tatsächlich lässt man die Europäische Zentralbank weitgehend kritiklos einen relevanten Teil dieser Arbeit machen, verweigert aber eine demokratisch-fiskalpolitische Antwort. Das finde ich völlig unlogisch. Die Europäische Zentralbank ist auch Gemeinschaftshaftung. Auch das ist unser gemeinsames Gut. Das wird aber nicht kritisiert von Seiten der Bundesregierung. Aber wenn wir demokratisch einen Bond fiskalpolitisch auf den Weg bringen, dann ist das boshafte Gemeinschaftshaftung. Ich glaube aber, man muss da gar keine falsche Aggression in die Debatte bringen. Die Bilder, die diese Krise erzeugt, die sind wirkmächtig. Was wir sehen aus Italien, aus Frankreich, aus Spanien, das berührt alle in Europa.
Und auch uns wird diese Krise noch härter treffen als bisher. Man muss ja nur die Zahlen sich anschauen, die gleich am Anfang gezeigt wurden. Und ich habe nach wie vor die Hoffnung, dass es so viele Menschen in allen politischen Lagern gibt, die wollen, dass dieses Europa nicht an dieser Krise zerbricht, sondern am Ende gestärkt daraus hervorgeht. Und deshalb müssen wir gerade in Deutschland, aber auch europaweit dafür werben, dass es auch einen solidarischen, auch finanziell solidarischen Weg aus dieser Krise gibt und dass wir nicht einfach alles der Zentralbank überlassen, wenn es darum geht, die Währung zusammenzuhalten. Und der zweite Punkt ist natürlich der, dass wir bei all dem Reden über die Corona-Krise die Klimakrise nicht vergessen dürfen. Und das ist jetzt nicht der Zeitpunkt dafür. Aber wenn es um den Aufschwung geht, der dann nach der Krise kommt, dann müssen wir dem natürlich ein klar ökologisches Profil geben. Und da liegen Chancen, da hat Professor Cornelli auch darauf hingewiesen, da machen sich sehr viele Banken in ganz Europa genau die gleichen Hoffnungen, dass das eine Quelle auch von neuen Geschäften für sie sein kann. Das ist auch für große Teile der Industrie eine Chance, die muss sich ändern, aber es ist auch eine Chance. Und die darf jetzt nicht geopfert werden. Ich höre leider in Brüssel immer wieder Stimmen, die jetzt sagen, nach der Corona-Krise können wir uns den Green Deal nicht mehr leisten. Das halte ich für völlig falsch. Wir werden den Green Deal verteidigen. Er braucht konsequente Umsetzung. Er braucht sicherlich wegen des Coronavirus keinen Abbau. Und alles, was gemeinsame Güter angeht, sei es Gesundheit oder Klima, manchmal muss man dialektisch denken. Wenn eine Gesellschaft gemeinsame Erfahrungen macht und gerade auch Erfahrungen, die hart sind, dann ist man auch oft besser in der Lage, gemeinsame Probleme anzugehen und zu lösen. Also es müssen nicht immer die Autoritären und Populisten von Krisen gewinnen. Es kann auch die Demokratie gewinnen. Und dafür sollten wir gemeinsam weiterarbeiten. Vielen Dank. Jetzt. Und bis zum nächsten Webinar.